So, ich hoffe, ich ufer nicht so weit aus wieder, wenn ich ein einzelnes Wort anschaue. Wir werden jetzt einmal das ganze Holo-Feeling in einen anderen Bereich heben. Das heißt, das ist einmal die einfachen Lebensregeln, die ich tausendmal wiederhole, die muss man selber leben. Ja. Da war jetzt so ein schönes Video drin von Eckhart Tolle in unserem Chat. Und ich sage immer wieder, alles, was jetzt hier solche, ich sage mal, ausgedachten Mystiker sagen, stimmt ja. Das war dieses Loslassen können. Das war das Thema in dem Video. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Glas zerbricht, dann mach die Scherben einfach weg. Ob du dich jetzt darüber aufregst oder nicht aufregst, es ändert ja nichts an dem, was ist. Genau. Das heißt, loslassen können von den zwanghaften Reaktionen. Ich will das nur vorne dran stellen und du wirst feststellen, in dir dieser zweite, wie ich das nenne, dein Intellekt, macht dich zu einer so unendlich geistlosen Maschine, die ständig interpretiert und nicht mehr sich dessen bewusst ist, was jetzt eigentlich da ist. Beobachte dich schlichtweg und einfach, wenn du Zeitung liest. Beobachte dich, wenn du Fernsehen schaust, Nachrichten schaust. Und dann schau, wie diese Interpretationsmaschine in deinem Kopf hier, was sich Hirnwichserei nennt, was wirklich so extrem tief ist, wenn man sich einmal wertfrei beobachtet und nicht mehr seine eigenen Informationen wertet, sondern dass man wirklich einmal sich als Mensch, als Geist, entschuldige, ich drücke es anders aus, dass ich als nicht denkbarer Geist, dieses eigentliche Nichts im Hintergrund, schau, was in meinem Kopf, in meinem roten Kopf sich abspielt. Und dann lande ich immer bei diesen einfachen Sätzen, egal was ich jetzt denke, es entsteht in dem Augenblick in mir eine Information und jede dieser Informationen wird mit dem nächsten Gedanken zerstört, dieses Umformen der 200 Gramm rote Knete. Und diese Hirnwichserei, du kriegst einen kleinen Reizauslöser, dass du dich irgendwann einmal lösen musst, dass du glaubst, was dein jetziger Glaube ist, dass du mit dem, was du jetzt denkst, nicht das Geringste zu tun hast. Das ist die Unbewusstheit. Das heißt, wenn ich mir wirklich, das ist der eigentliche Kernpunkt, der hier jegliche Form von ausgedachten Menschen, ob das jetzt, was ich immer die Elite nenne, als geistlose Informationen entlarvt. Die ganzen Professoren, die nur rezitieren, was ja letztendlich unsere Informationen sind, in dem Moment, wo du dir ein Video anschaust, über irgendeine Vorlesung, dass dir bewusst wird, dass das nur raumzeitlich geistlose Schwätzer sind, Antagonisten in einem Traum, in dem du Geist, zuerst einmal als ausgedachter Mensch der Protagonist bist. Du bist der erste Schauspieler, das Tierchen, das du rund um die Uhr beobachten kannst. Ich muss dich jetzt nochmal vorne hinstellen, jetzt machen wir wirklich was Neues, wir bleiben in der Sprache und zwar machen wir jetzt Physik. Ganz einfache Sache, ich übertrage mal unseren Bildschirm. Und zwar, wie gesagt, ich hoffe, dass ich nicht so arg ausufere. Bisschen größer. Das ist jetzt hier, was ist Radioaktivität? Dieses Video schauen wir uns an. Ich nehme extra immer so einfache Videos. Das Radioaktivität, bitterböse. Es geht schon, bevor wir da loslegen, bevor du nicht weißt, was Radioaktivität bedeutet, nützt das ganze Spiel nichts. Du machst dir aus Worten eine Vorstellung. Denk wieder an mein Beispiel mit Krebs. Okay? Ja. Und es ist definitiv so, dass die Vorstellung, die du bei dem Wort Radioaktivität in dir erzeugst, nicht das Geringste damit zu tun hat, was dieses Wort wirklich bedeutet. Und jetzt nochmal, ich hoffe, ich ufer nicht so arg aus. Wir schauen uns jetzt das da mal an, was Radioaktivität bedeutet. Und da das ein sehr langes Wort ist, ich sage mal schon beim kleinen Wort mache ich ja 400-Seiten-Buch draus. Wir lassen uns jetzt einfach einmal rein mit Holo-Feeling. Wir zerlegen das einmal und zwar in wirkliche Elementarteile. Wie gesagt, ich bemühe mich, dass ich nicht wieder mich irgendwie in eine Detail einfranzel. Wir fangen jetzt erst einmal mit dem Wort Rad an. Ich zeige mal jetzt, wenn du neugierig bist, kannst du das jederzeit selber machen und du wirst feststellen, in dem Gesamtkontext von Holofeeling, dass die Sprache im Hintergrund wirklich ein Computerprogramm ist, dass das nichts zu tun hat, dass irgendwelche Menschen in der Vergangenheit Sprache entwickelt haben, aus unartikulierten Tierlauten das entstanden ist, was ich ja immer wieder darauf hinweise, es gibt keine chronologische Zeit und dass jetzt dann diese chemischen Formen bzw. dieser atomare Aufbau oder was Radioaktivität, wie das entsteht, dass das
Mythologie ist. Im letzten Selbstgespräch habe ich ganz klar darauf hingewiesen, dass Holofeeling deine ganzen Vorstellungen von Welt entmythologisiert. Das ist mal schon wichtig, der Mythos. Wir gehen jetzt, bevor ich jetzt da anfange, machen wir jetzt erst einmal den Mythos. Im Griechischen ist ja ein griechisches Wort. Was habe ich denn jetzt gemacht? Mythos hast du geschrieben. Mythos. Hä? Jetzt habe ich einen Blackout. So fange ich gleich an. Das ist ja ganz schlimm mit mir. Ich lasse mal gleich die Ontologie hier stehen. Das geht ja schon mal gut an. Ontologie, die Seinslehre, on. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass wenn du on in einem Wörterbuch sitzt, in einem Griechischen, das Wort on als Ding an sich gibt es nicht. Das wäre jetzt auch eine Verzweigung ohne Ende. Aber on ist immer Sein. Dion ist in Bewegung gesetztes Sein. Das ist die Lehre vom Sein. Jetzt ist immer die Frage, reden wir von dem roten Sein oder von dem blauen Sein? Vom genau. Existieren. Jetzt bin ich gespannt, wo ich jetzt da einen Blackout hatte. Ach, jetzt weiß ich, was war. Ich habe wieder die Tees. Ich war alt. Das Mühe hat schon passt. Ich habe bloß das falsche Tee genommen. Ja, ich war immer vergesslicher. Der Mythos ist das Wort und die Rede. Okay? Ja. Da haben wir uns ein doppelt aufgespannt. Wort und Reden, habe ich schon gesagt, das ist ja auch, das haben wir im Logos. Mhm. Jetzt muss ich mir dasselbe steht bei dem Wort Logos. Was ist der Unterschied zwischen einem Mythos und einem Logos? Und da kommt dann auch die Erzählung. Wenn du gehst, die Erzählung. Mhm. Und da haben wir jetzt dann hier schon, ich erzähle dir was, das heißt das Erwecken von Zahlen. Ja. Was natürlich wichtig ist, wenn wir jetzt diese Zählen machen, aber da komme ich dann später nochmal drauf ein, was mir hier wichtig ist, ist immer wieder, dass dieses MÜ, du musst immer die Unterformel nehmen. Ja. Das ist ein mit geschlossenem Munde hervorgebrachter Laut. Ganz interessant. Wie kann ich einen Laut hervorbringen, wenn ich im Mund zulasse? Das passiert in dem Moment, wo du den einfach denkst, indem du in deinem Geist sprichst. Genau. Du kannst, wenn du das jetzt liest, magst du mit geschlossenem Mund hervorgebrachte Laute in dir selber. Ja. Jetzt ist aber das ganz Interessante, dass das Out sind ja unsere Zeichen. Es ist die tiefere innere Schicht. Und es drückt sich letztendlich Scham. Schem heißt ja dort, der geöffnete Ort. Ares, Ares, wissen wir, ist die Erde. Depressiert. Und das ist das erweckte Wissen. Genau. Ich spring da immer etwas rein. Du wirst merken, dass hier das ganz, ganz wichtig ist, dass also hier diese Erde wieder hebraisiert ist, das erweckte Wissen in dir selber. Mhm. Dann haben wir natürlich dann den Gebiet, da sind wir so oft drauf eingegangen mit Ed, La, ND, das Auf- und Abschwingen, das steckt da alles mit drin. Mhm. Wir haben also hier zuerst einmal, das dort ist das erweckte Wissen. Genau. Shin Mem heißt dort und Eris ist das erweckte Wissen dort. An einem Ort, wo gesprochen wird, ohne dass du den Mund aufmachst, ohne dass was nach außen geht. Okay? Ja. Das heißt, diese Lichtzeichen, Out ist ja die Zeichen, die du jetzt hervorbringst. Und so weiter und so weiter. Und jetzt dieses das DOS, die nächsten, gespiegelte Augenblick, immer die Reihe anschauen, das heißt, in schnelle, heftige Bewegung versetzt werden, sich schnell bewegen, sage ich nicht, du denkst dann, du sprichst Lichtgeschwind. Ja. Weil jedes Geräusch, alles, was auftaucht, ist jetzt. Ja. Denk, wenn ich jetzt das auch, die Worte, wenn ich jetzt anschaue, statisch als Bild sind die gleichzeitig da, in dem Moment, wo du die aussprichst, sprichst du jedes Wort jetzt aus, aber wenn man jetzt das Wort, was jetzt hier, wie ich immer sage, die Worte in der Zeile sind, sind ja die Buchstaben im Wort.
Du wirst jetzt wieder Bewegung, ist auch wieder, ist nur schneller. Aber letztendlich läuft das Ganze in sich selbst extrem schnell, wird es in Bewegung gesetzt. Da kommen wir jetzt dann gleich dazu. Ein Ort zu schneller Bewegung. Du merkst, da ist eigentlich schon die Physik mit im Hintergrund. Das war jetzt nur der Mythos, aber ich fange schon wieder an, so auch auszuufen. Wir bleiben jetzt mal einfach ganz kontingent bei dem Radioaktivität. Wir fangen jetzt erst mal an. Das erste ist das Rad. Wir stellen da mal in DWDS das klassische Rad rein. Da haben wir jetzt ein kreisrundes, scheibenförmiges Teil, das sich um seinen Mittelpunkt dreht. Muss man auf sich wirken lassen, Karai, wissen wir, wie das Spiegelbewusstsein, das wir uns jetzt ausgedacht rund machen. Es ist scheibenförmig, ist schon mal flach, dass sich um seinen Mittel, ich sage immer Mittelpunkt, und TT ist B, das heißt die Gestalt gewordene Intellekt von der Weisheit Gottes. MI, TT ist B, L in einem Punkt. Ja. Und drehen, DR, diese geöffnete Berechnung, ist immer eine E-Existenz, weil die allen Seiten, die 16 Seiten, beziehungsweise oben und unten immer gleichzeitig da ist. Und da schauen wir jetzt mal in die Etymologie. Da kommt jetzt dasselbe, Mittelpunkt, jetzt kommt diese Fortbewegung und da ist natürlich bei dem Wort Fort ist natürlich schon wieder so eine Sache, weil das beginnt ja mit FOR. Ja. Und unser FOR müssen wir ja, wenn wir es hebraisieren, BOR, ich mache mal das O als Resch, dann kriegen wir pur und jetzt kriegst du den Los, den Zufall, das heißt eigentlich ein Zerbersten, ein Zerbrechen. Immer dran denken, ZR, die Geburt einer Berechnung, ist zu Form werden. Ja. Dann ist dieses Zerbersten das zu Form gewordene Polarität des Ersten. Zu dem kommen wir dann übrigens gleich, das hat nämlich zu tun, weil wir ja Quantenmechanik machen, mit unserem Proton. Das Proton kommt nämlich hier, Protos, das Erste. Ich sage nämlich, ich bin der Erste. Da müssen wir jetzt die Worte genauer anschauen, weil das nämlich das Pro wird mit einem Omega, mit einem großen O geschrieben. Und das führe ich dann auch zum Neutron. Und da haben wir dann die Up- und die Down-Quarks. Und das ist das Neutrale. Darum heißt Neutrales weder noch. Ja. Der in der Mitte ist weder der Berg noch das Tal. Der Kegel ist weder ein Kreis noch ein Dreieck. Das Wetter ist weder Sonnenschein noch Regen. Das ist das Prinzip, dass die Kollektion, die Küche ist nicht ein Herd oder ein Kühlschrank oder ein Wasserbecken oder Gewürze oder Töpfe, sondern es ist die Kollektion von all diesen Dingen. Das steckt in diesen Worten schon drin, wenn wir jetzt dann Quantenmechanik machen. Also hier jetzt erst einmal ganz normal, aber ich ufer schon wieder zu euch raus, wir waren bei dem Radio. Also wichtig ist das Fort. Ja. Das müssen wir jetzt, wie gesagt, jedes dieser Worte wäre wieder wert, 2 Stunden sich genauer anzuschauen. Ich bleibe mal, versuche möglichst konstant zu sein, was jetzt hier passiert, dass ich immer wieder sage, dass das Rad, du merkst hier schon, dass man das DT, die Öffnung und die Erscheinung, weiches T, hartes T, tauscht sich hier im Lauf der jetzt ausgedachten Zeiten immer wieder aus. Okay? Was jetzt hier wichtig ist, da kriegst du jetzt den Rotor. Siehst du, den schreiben wir, wenn wir den Rotor, das Rotieren zum Beispiel machen, rotieren, dass DT immer austauschbar ist. Ja. Ist ein doppeltes Zeichen. Da kriegen wir den Strahlenkranz. Den Strahl kommen wir dann gleich dazu. Der ist ganz, ganz wichtig. Und dann kommen wir zum Rollen. Wir sind jetzt beim Rotieren. Siehst du das? Ja. Strahlenkranz. Das Roh und die Tiere, das müssten wir jetzt alles einzeln anschauen. Wichtig ist, das Rollen ist das Volumen und dann haben wir schon vor Lumen haben wir dann schon unser Licht, das sich eigentlich nicht durch Raum und Zeit bewegt, sondern mit Lichtgeschwindigkeit um diesen Mittelpunkt herumkreist. Ja. Ich bleibe jetzt mal hier gleich drinnen. Wir haben ja Radioaktivität. Jetzt machen wir unser IO dran. Das führe ich jetzt dann zum Radius. Das ist natürlich jetzt immer weltlich ausgedacht, was die Würde in dir auslösen. Genau. Aber eigentlich, Radio kommt von Radius.
Okay? Und zwar Radius im Sinne, wir haben unser Sinn, von einem Strahl. Das heißt auch hier ein Stab, ein Stecken, da werden wir dann gleich einmal reingehen, wenn wir den Radius extra machen, können wir ganz kurz einmal reinspringen. Das ist das erste Mal, der Radius ist ein halber Durchmesser. Ja. Eines Kreises oder einer Kugel. Das H-All ist das Nichts, wird polar erweckt. Das passiert durch eine Durchgeneration einer Kollektion, okay? Und jetzt haben wir hier das lateinische Wort Radius, wenn wir das anschauen, heißt Stab, Radspeiche. Was mir wichtig ist, dass das auch ein Stecken ist. Das heißt, wenn wir jetzt hier den Strahl nehmen, wir müssen das ganz in der Tiefe verstanden haben, unser SDR-Radix. Ich strecke eine Ecke, wie oft habe ich das so gesagt, dann kriege ich einen Stecken, dieses SDR. Kann man rot und blau lesen, das ist rot gelesen. Das heißt, ich habe jetzt hier, dass das durchgehend. Wir haben immer zwei Möglichkeiten. Du kannst das einzelne Wort nachschauen. Dann hast du hier unten ganz einfach Bewusstsein, das immer da sein Kopf ist. Blau, die raumzeitige Erscheinung, die du berechnest. Deine Berechnung, deine Ratio. Es ist oft sinnvoll, wenn man die Rot-Blau-Lesung drauf hat, dass ich die Tabelle nicht brauche, das am Anfang des Wortes nehme, dann sehe ich nämlich, was ich immer wieder mache, wenn ich jetzt hier reinspringe, wenn ich sage, wir müssen uns das einmal schauen, wie sich das aufbaut. Ja. Alphanumerisch, also mit den, nach dem Alphabet, kann man das hier gleich einstellen, dann siehst du, wie sich das jetzt hier dann entwickelt mit den nachfolgenden Zeichen in alphanumerischen Sinn. Wir machen einmal das Geheimnis. Ist einmal die Heimlichkeit, Hayom, El Hayom, ist das Licht unserer beiden Ichs und das wird dann wie buchstabiert, K-Eid. Genau. Das Ganze ist auch ein Versteck, da haben wir jetzt dann schon das Eck, versteckt sein, widerlegen, zerstören. Das ist das Blaue, weil sobald ich in diese Eckenstruktur reinschaue, widerlege ich was? Und das ist natürlich wie doppelt aufgespannte Intellekt zu einer Generation. Ja. Und das sind Legenden, das sind Gehirnexistenzen. Dann kriege ich durch das Zerstören ZR, die Geburt erweckt ZR zur Formwährung. Und dann haben wir wieder ein Zerstören. Und das beginnt jetzt unsere SDR-Radix mit einem Waff dazwischen. Und dann kriegst du hier das wilde Widerlegte. Stur kann man das auch lesen. Das genau. Es ist jetzt niedergerissen, ungeordnet, widerlegt, wild, wehillet, doppelt aufgespannt im Kind und durcheinander. Darum ist diese zwei Seiten, wenn man jetzt lesen tut, göttliches Bewusstsein und eine erscheinende Berechnung. Das ist geheim, das, der Geist ist Hayom, das ist Gott. Ja. Und die Existenz einer intellektuellen Erschaft in Raumzeit. Darum haben wir dann hier das rot gelesen. Ver hat ja wieder zwei Seiten. Wir können was verbinden und wir können was verstreuen. Genau. Das sind die zwei Seiten der Vorsilbe Ver. Das ist übrigens, wenn du das etymologisch verfolgst, kommt auch das Wort für. Jetzt sind wir wieder, für ist wieder pur, das Lust des Schicksals. Ver kommt von für. Und das ist jetzt gespiegelte Erscheinungen in einem Eck. Oder raumzeitliche Erscheinungen oder raumzeitliche Spiegelungen, je nachdem, was man für S und für D setzen. Okay? Ja. Das ist einmal die Grundbasis. Und dann kommen wir sind beim Strahl. SDR, die Heimlichkeit. Wir lassen das einmal so stehen und dann kriegen wir AHL im Wort Strahl. Und da wirst du dich jetzt wundern, das ist das hebräische Wort für Zelt. ZL, Einzelkonsonanten, heißt der Schatten. Schatten, ja. Das sind die Schatten, die mir werfen. Das kannst du jetzt vielfältig, da musst du dich selber reinlesen, ich will mich deutsch schauen. Z, die Geburt von AHL, das heißt, AHL ist der helle Schein, unbefleckt, Zelt einer primitiven Hütte. Ein Zelt ist eigentlich ein Haus, das immer wieder abgerissen wird, eine Wohnung, eine Hütte, die immer wieder abgerissen wird und immer wieder neu aufgebaut wird. Und das heißt, sobald du dich jetzt hier unter ein Dach begibst, dann ist dieses Zelt, hast du auch im Schatten, dann lebst du im Schatten. Das heißt, das Ausgedachte ist letztendlich sind deine eigenen Schatten. Ja. Jetzt gibt es natürlich dort dann die verschiedenen grammatikalischen Formen, den Hilfe ein Zelt aufrichten, beschützen, bedecken. Jetzt hast du schon hier die polaren Öffnungen sind Ecken. Gut? Ja. Jetzt haben wir den Radius ein bisschen. Müssten wir auch tiefer reingehen?
Wir schauen, lesen da ein bisschen weiter. Das ist ganz interessant. Jetzt wird nämlich hier aus dem Strahl, aus der Radspeiche, das sind ja jetzt rein immer, schau dir mal mein Bild an, die Richtungen, wo du aus der Mitte rausschaust. Mhm. Wir können das im Einheitskreis machen, dann sind es die Blickwinkel. Oder dann in der Kugel geht es dann hier immer wieder, setzt du einen Punkt auf der Sphäre, das heißt auf den Raum, auf eine Richtung fest, in welche Richtung du schaust. Da haben wir dann 16 Grundseiten. Mhm. Und darum heißt es auch hier, bis ins 18. Jahrhundert. Bei der 18 denkst du immer an Ich oder an Qi. Mhm. Häufig in flektierter Form. Es ist natürlich immer die Frage, was ist Flektieren? Ich kenne die Reflexion, aber was ist Flekto? Flektieren. Das heißt beugen. Beugen, umbeugen, biegen, krümmen. Reflexion heißt hier zurück, beugen. Dann Formen bilden, modulieren, abbeugen. Ich nehme eine Ecke und ich esse die Ecke, ich strecke die Ecke. Das heißt, du schaust da immer in ein Spiegeleck rein. Aber das Spiegeleck, das, wo sich alles in dem Punkt befindet, wo ich so oft erklärt habe, in unserem Tetraederspiegelkonstrukt, ist ja für dich dein Gesichtsfeld. Mhm. Genau. Das ist ja das Gesichtsfeld. Und ich sage, es ist alles in dem, wenn wir hier diese drei Spiegel nehmen, befindet sich alles in dem ausgedachten Punkt, der genau genommen aber der Mittelpunkt deines Kopfes ist. Mhm. Ja. Weil du ja selbst deinen eigenen Kopf ausdenkst. Mhm. Das jetzt wieder alleine, dieses Flekto, das Reflektieren, das Formen, das Bilden, Formen für Männer, für Geistesfunk, wenn man das Englisch liest. Vor wieder dran denken ist pur, ist das Los, das Schicksal. Und das ist im Kind existierend. Ja. Da ist zum Beispiel auch das Dehnen, das Ausdehnen. Wenn du dich ausdehnst, dehnen ist Zirkumflektieren. Was ist das Zirkum? Zir ist der Dreh- und Angelpunkt. Zirkumflex. Mhm. Du jetzt die Worte nicht jedes Wort für sich müsstest du das verstehen. Sich nach einer Gag-End, nach was Ausgedachten hin wehenden, doppelt aufgespannte Enden hinrichten. Mhm. Rich ist der Geruch hebraisiert. Geruch ist der Geist wieder in den vier Weltgegenden. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Ihr merkt, man kann so ahnen, wenn man die Grundlagen hat, wenn man sie nicht hat, hast du keine Chance. Ja. Das heißt, wo war ich jetzt? Radioaktivität. Die Radioaktivität. Die flektierten Formen im Radius waren wir. Hier waren wir. Im Radius, Fachwort in der Geometrie, gebräuchlich Semidiameter. Semi ist halb. Halb. Das ist immer Haal. Das Nichts, der Gott, wird praktisch polar. Haal wird polar. Ja. Halb außen, halb innen. Das ist Semi. Und das ist der Diameter. Jetzt müssen wir den Meter nachschauen. Gibt es natürlich viele Möglichkeiten. MDR, Met, gestaltgewordene Zeit, die erweckt wird. Und Zeit ist immer et, ist immer eine augenblickliche Erscheinung. Ein halber Diameter. Mhm. Dann kriegst du plötzlich deine Reitschettweide, den Umkreis, den Gesichtskreis, Panim Penim im Innern, KRIS. Und das ist dann der Horizont. Ja. Aktionsradius. Das ist das, was ich sage. Wo denkst du dich hin? Du hast prinzipiell immer Vorstellungen. Eine Vorstellung, was über dir ist, eine Vorstellung, was unter dir ist, eine Vorstellung, was rechts ist, was links ist. Jetzt ist die Frage, wenn ich nur von vor dir und hinter dir rede, du, wie weit denkst du jetzt vor dir? Du kannst jetzt vor dir den Computer anschauen, du kannst über das Computer auf deiner Verabrede, gibt es ja keine Tiefe. Mhm. Du denkst dir dann ein Stück weiter hinter dem Wand, hinter dem Computerbildschirm, den du, den Monitor, den du jetzt hast, denkst du dir die Zimmerwand, du kannst aber durch die hindurchschauen und kannst sagen, was ist außerhalb dieses Zimmers? Was kommt als nächstes? Mhm. Aber es bleibt, es spielt sich doch alles hier und jetzt in deinem Kopf ab. Mhm. Wir reden von dem, was ist, gehen meine Gedankengänge mit. Ja. Dann kannst du jetzt sagen, gut, ich habe jetzt über mir meine Haare, wenn du dir um dich herum einen Schädel denkst, dann kommt dann irgendwann die Zimmer, Z im Meer, die Geburt im Meer, die Zimmerdecke. Dann gehst du durch die Zimmerdecke hindurch, dann kommst du vielleicht ins Obergeschoss, je nachdem, wie du dir jetzt das Haus um dich herum denkst. Mhm.
Ob du im Erdgeschoss oder im ersten Stock oder vielleicht in einem Hochhaus, in einer Wohnung im ersten Stock lebst, wenn das achtstöckig ist. Dann kommt aber irgendwann einmal das Dach und dann kommt der Himmel, dann denkst du dir eine Atmosphäre rum, dann sagst du, komme ich irgendwann einmal aus diesem Bereich der Erde des erweckten Hissens heraus in das Universum, hineinsgekehrt. Aber es sind doch nur ein ständiger Wechsel von Informationen in deinem roten Kopf. Das Spiel wird hier beschrieben. Radio haben wir jetzt, Radius, dann kriegen wir Ack. Das Ack sind wir beim letzten Selbstgespräch darauf eingegangen. Wir schauen uns mal auch das Wort aktiv genauer an. Zuerst einmal in DWDS. Ich will nur darstellen, wie du das selbst erforschen kannst. Und du wirst feststellen, da ist hier wirklich ein arithmetisches System im Hintergrund. Wir haben mal zwei Arten. Die Verbform in einem vom Satzgegenstand her gesehen in Richtung einer Tätigkeit. Da haben wir schon wieder die Richtung, da bin ich gerade drauf eingegangen. Eine Arbeitsgruppe, ein Aktiv. Aber was uns eigentlich interessiert, ist bloß die Etymologie. Da wirst du die Aktion des Aktive, der aktive Körper, und das immer ganz, ganz einfach, da müssen wir gar nicht so reinlesen. Activus, eine Bildung aus dem lateinischen agere, Actum, in Bewegung setzen. Setzen. Okay, in Bewegung setzen. Die Reihe, Ben, der immer seiende Spiegel und eine polare Existenz. Das sind unsere Gedanken. HAND, ein Auf- und Abschwingen, transversales Licht, ist die Quelle. Ellen, ein Joch, das zu existieren beginnt. Das kriegst du deine Gedankenwellen, deine Sinuswellen, die du dir natürlich immer longitudinal auswechselst. Vorwiegend die Wiege. Wiegend ist das, mal ist das, mal, jetzt kommst du in, vor dir ist immer diese Einseitigkeit. Jetzt ist es hell, es ist jetzt dunkel, jetzt fühle ich mich gesund, jetzt fühle ich mich krank. Das ist doch ein Wiegen. Wo du aber wieder eine Einseitigkeit, ein Ding feststellen willst. Wir gehen aber ganz kurz einmal hier in den Aktivus rein. Wir machen den einmal lateinisch. Da haben wir jetzt schon den Akt, wenn ich das hinschreibe. Und jetzt schau dir das einmal an. Das steil emporragende Gestade am Meer. Ich nenne das immer den polaren Rand. Das, was du Wellen nennst, in der Transversalen, schau mal ein kleines Bild an, ist, wenn du dir das flächig denkst, ist das wogende Wasser. Der Menschenstuhl steht mit einem Bein im Meer immer und auf der anderen Seite auf dem Land mit einem anderen Bein, das polare eine, Land, AND heißt Auf- und Abschwingen, Sand, Rand. Bin ich oft darauf eingegangen, immer diese AND-Radix. Okay, jetzt ist ACTA die Handlung, das Vollbrachte, die Daten, die Werke als sprechenden Zeugen der Tätigkeit. Du bist der Erzeuger, Creatio ex nihilo, der Creator. Ausgeführte Daten. Okay? Die Verhandlungen, die Tagesberichte, die Zeitungen, Protokolle. So, schau, wir sind immer bei dem Akt. Wir fahren jetzt da mal runter. Car out. Wie berechnet wird es zu zeigen? Der Christ UB, wahrgenommene Raumzeit, wie berechnet werden die Zeichen? Das ist das, die Eid, das Buchstabierkunst. An der Meeresküste, am Meeres, SDR, AND. Die Schöpfung einer existierenden Öffnung. Am Meeresstrande gelegen. Strand, Rand, Land, Sand. Sand, hebräisch, Chol ist das Weltliche. Und jetzt haben wir das Aktio, das in Bewegung setzen. Wie oft habe ich das erklärt? Das ist ja so ein unendliches Wicht. Fasten, Seatbelt. BL, in Gott erscheinend. Festgezurrt. Schau dir das an. Die Bewegung in Singulis. Machen wir mal eine Maschinenübersetzung. In jedem Quadranten der Aktionen. Die Quadranten sind die vier Quadranten unseres Einheitskreises. Genau. Ist das Physik oder ist das Physik? Das ist Physik. Jedes Mal bei der Ziehung eines Kreisviertels. Wo bist du? Im Plus-Minus, im Minus-Plus?
mit dem mündlichen Vortrag verknüpfte Haltung und Bewegung des Körpers, aber immer hier und jetzt und seiner Teile verbunden, die Modulation der Stimme. Wie sprichst du ein Wort aus? Du entheiligst das Wort, die Konsonanten, wenn du das aussprichst. Der äußere rednerische Vortrag, die Geste. Wir sind hier, ich müsste jetzt das her, du merkst, ich könnte jetzt da extrem aufrufen, weil jedes Wort wäre es recht, dass man hier überholt eine gerichtliche Form L. Ja. Die Form Gottes. Dien hängt von den Dingen, die Dingen, dien geh. Ich habe so oft darauf hingewiesen, dass dien eine, das Ding und die Sache sind keine materiellen Gegenstände, sondern das sind Gerichtsvereinbarungen, wie du das festsetzt. Ich sage immer wieder, für welche diesen Glauben, Ding. Etymologisch, Din heißt ja Gesetz, wenn wir das Hebräisch machen. Dien. Ein Ding ist ein Gesetz des Geistes, das ist praktisch das Gericht, das Gesetz, die Gesetzeslehre, der Rechtsfall, das Recht, die Berechnung scheint hier echt, richten, urteilen. Und darum ist auch hier das Ding etymologisch, wo ist es? Wir leben ja im Indogermanischen. Jetzt müssen wir zuerst einmal, der Geist erweckt die Manie. Wenn ich was mahne, ist ja das Urteil, mein Urteil. Volks- und Gerichtsversammlung. Dasselbe ist die Sache. Zur Verhandlung kommt die Sache sowieso gegen sowieso. Es ist dann das Thing. Da, wenn wir das GK haben, dasselbe wie mit DD, kriegst du die Dinge. Genau. Gut? Ja. Jetzt haben wir Radioaktivität. Gut, das lassen wir jetzt aktiv. Haben wir die göttliche Tat. Da haben wir schon Spiegel hüben, Spiegel drüben. In der Mitte die Schöpfung mit zwei Pünktchen drüber. Das ist die hochgehobene Gedankenwelt. Mhm. Das ist übrigens, wenn wir den Zirkumflex machen. Den habe ich ja gerade angesprochen. Was ist der Zirkumflex? Wer weiß es? Zirr, wissen wir, ist die Geburt einer intellektuellen Berechnung, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Da sind wir schon oft drauf eingegangen. Der Zirkumflex, der ist auf deiner Tastatur. Das ist dieser kleine Haken da drüber. Aha. Das ist die Ecke, in die du reinschaust. Die Schöpfung mit der kleinen Ecke drüber. Siehst du das? Ja. Der Geist mit der kleinen Ecke drüber. Die Quintessenz mit der kleinen Ecke drüber. Findest du auf deiner Tastatur übrigens, wenn du oben einmal auf deine Tastatur schaust und du schaust das ESC links oben in der Ecke. Links ist umgedreht außen. Und unmittelbar drunter hast du einen Kreis und drunter ist der Zirkumflex auf deiner Tastatur. Noch nie aufgefallen, oder? Weil du es noch nie braucht hast. Ja. Und aus Griechischen, wer ist jetzt wieder wert, Buddy, um dich herum? Ups. Das ist das lateinische Wort dafür. Buddy heißt um dich herum. Ist dein raumzeitliches Wissen, SP. Stimmt oder stimmt? Stimmt, ja. Du kannst jedes mit dem System, wenn alle Worte selbst erklären, du brauchst kein Lexikon mehr. Es ist wesentlich genauer, wenn du die Grundlagen für Holofeeling hast. So, das war jetzt nur das Wort Radioaktivität in einer extremen Kurzform erklärt. Aber was ich ja dir zeigen will, ist, dass die ganz, was in Chemie- oder Physikbüchern drin steht, dass das stimmt. Und du wirst jetzt feststellen, dass wir hier reine Mythologie haben, wenn wir uns das jetzt einmal genauer anschauen. Wir hören uns das an, wenn der Doni da sein sollte, müsst ihr Bescheid sagen. Böse sein kann, habt ihr ja gerade schon gesehen. Aber was ist Radioaktivität überhaupt? Das ist die Eigenschaft von Atomkernen, sich in andere Atomkerne umzuwandeln. So, das ist schon mal ein großes Problem, weil das Atom, wissen wir, heißt ja das Unteilbare. Haben wir zigfach gezeigt, im Griechischen kann man nachmachen. Das Atom, das finden wir das erste Mal hier an einigen Stellen, wenn ich jetzt da mal hoch reinfahre, das ist die Radix ATM. Ich mache das einmal nochmal. Das ist jetzt im ersten Moment, wir haben hier jetzt erst einmal ATM. Wir können, ich mache mal ATOM. Wir schreiben das mal aus, das Atom. Da haben wir wieder das DT, die Wandlung. Siehst du das? Der Adam und das Atom. Ja. Ist auch, die Öffnung erzeugt immer eine Erscheinung oder eine Spiegelung. Gehört untrennbar alles zusammen. Das griechische Wort Atomos bedeutet wirklich nicht zerschnitten, unteilbar. Denker und Ausgedachtes, das ist der Adam, sicher wie in die Körper, das, was mit männlich und weiblich übersetzt wird, ist definitiv unteilbar, weil es gibt keine Gedanken ohne einen Denker. Ja. Aber was ist ein Denker, wenn er nichts denkt? Dann ist er kein Denker mehr. Das ist auch das Wort Atem, die Konsonante Radix. Okay? Das Atmen, Einatmen, Ausatmen.
Ja. Ich denke mir was aus, aber ich muss das Bild des Toys, das ist immer wieder dieses Spiel, Ja. passiert ja gleichzeitig. Sind wir so oft darauf eingegangen, weil was passiert, passiert ja jetzt. Jetzt. Das heißt, hier kann ich auch übersetzen, Gott sieht nur die wahrgenommene Berechnung, nur die Bilder seiner eigenen Berechnungen. Das heißt, ich werde zur Ganzheit, jetzt schauen wir mal, das Waff schmeißen wir raus, immer sagen, die, das Waff und das J rausschmeißen, dann kriegen wir ATM. Und jetzt hast du, das ist natürlich ihr, das ist jetzt sehr, im ersten, sie sind ihnen auch, das ist die hebräische Übersetzung dafür. Muss man übrigens nochmal den Totalwert anschauen, das ist die Unendlichkeit und rechts ist ein Plus 1 und ein Minus 1. Die zwei Nullen als unendlich lesen. Dann wirst du beim äußeren Wert 441, wenn wir das jetzt hinschreiben, dann kriegen wir das Wort für Wahrheit. Ja. 441 ist Wahrheit, Emmet. Emmet. Von rechts nach links gelesen 140, 400. Stimmt oder stimmt? Okay, das heißt jetzt hier, zuerst einmal, da wird jetzt wieso, wenn ich jetzt das Aleph, kann ich nämlich als Imperfekt, als Vorsilbe lesen, dann heißt, ich werde vervollkommen vernichtet. Ihr Du, wie man das sehen kann, dass ich, wenn ich jetzt das TM alleine schreibe, da kriegst du die Ahnungslosigkeit, das Unbestätigtsein der Einfalt. Das ist hier im Hebräischen, wie sagt Udeka übersetzt, zu einem Ende zukommen, zu einem Ende kommen. Das heißt, in dem Moment, wo du das absolute Ende in der Mitte hast, wirst du vollständig. Wenn du zu Ende kommst, und wenn ich das immer vernichtet, vollständig werden heißt, du bist dann ein vollständiger heiliger Geist, wenn du die Wellen um dich herum vernichtest. Aber ohne Wellen ist Heiligkeit wiederum auch keine Heiligkeit, weil das nichts ohne alles gibt es nicht, so wie es kein Oben ohne Unten gibt. Ja. Okay? Ja. Das ist alles und das ist nichts. Ja. Das ist ja auch eine Spiegelung. Genau. Perfekt sein, da haben wir jetzt schon das Act. Aktio, zu vollenden, das Verzehren, wieder aufessen. Das ist ja immer das Schöne mit dem Essen. Im Hebräischen ist es ja ganz einfach Akol, da haben wir dasselbe Spiel, bloß dass man hin statt Eck haben wir Kol. Akol heißt das dann mal Essen. Essen, fressen, verzehren, aufessen. Jetzt wenn ich aber das Aleph als Vorsilbe lesen, du, das heißt ja, ich werde, dann haben wir nur noch das Kol, das heißt wie Licht, das ist unsere Lampe im Projektor, das ist das Ganze, die Gesamtheit, die Gesamtheit. Die Gesamtheit aller Schatten ist das weiße Licht, die Lampe im Projektor, die nicht mehr flackert. Akol essen sein heißt, ich werde alles. Das bedeutet Holofeeling. Ich ufer zu euch aus, lass uns weitermachen hier, das Atom. Klingt komisch. Ja, ein Atom sieht so aus. Wir haben in der Mitte Protonen. Dazu kommen noch Neutronen. Das ist der Atom. Haben wir gerade schon festgestellt, Neutron ist weder noch neutral, hier neu, ist up, ist UB und down. Down ist DO, ist Wissen. 470 gelesen, 650, das Wissen einer aufgespannten Existenz. Dann geht es hinunter, dann geht es ab, dann gehst du in J dann in die Welt der Unterschiede. Genau. Verbundenes Wissen ist es ab, das ist hoch, das hebt dich wieder hoch. Jetzt in der Symbolik, dass oben die Einheit ist. Und das Erste, die Herkunft ist das Protonus, okay? Das ist der Erste. Kern. Um den Atomkern. Hast du eigentlich hier schon, wenn man das sieht, hast du schon Plus Plus und Minus Minus. Ja. Das Minus Minus ist weder noch. Ich kann jetzt nur darum, ist Minus mal Minus wieder Plus. Plus. Weil, wenn ich jetzt mir einen Wellenberg ausdenke und einen Wellental ausdenke, sind beide eigentlich verbunden nichts. Das ist immer das Zentrum von dem Einheitskreuz, wenn du das anschaust. Dann fliegen noch Elektronen auf festen Bahnen. Und vielleicht hat es. Eck ist das Joch. Thron ist. Aber da will ich jetzt nicht, ich will, sonst komme ich nicht weiter. Schon einer erkannt. Richtig, wir haben gerade ein Heliumatom aufgebaut. Und das ist das. Das ist einmal ganz wichtig. Wir wissen, das Helium ist ja das zweite Element, wenn wir in den reingehen. HL können wir jetzt lesen. HLI, wir machen das L einmal als Gott, Quintessenz Gott. Mein Quintessenz Gott, aber wir machen auch einmal das Yum hinten. Das chemische Zeichen dafür. Die das Helium ist ganz, ganz interessant. HE magst du jetzt E Quadrat. Die Quintessenz ist E Quadrat. J-C-H-I-C-H.
Das sind die zwei, die haben ihre vier Quadranten raus. Was jetzt wichtig ist, wann passiert das? Das steht hier schon drin. Jetzt. IUM. Die stehende. Heute. Heute, genau. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das der Tag ist, der ewige Alltag. Da steht jetzt noch das Tageslicht. Darum ist ja auch Hayom, der Tag. Hayom ist heute. Genau. Wie oft habe ich schon gesagt? Das ist heute. Und jeder Moment, der heute in dir auftaucht, taucht jetzt in dir auf. Ja. Schiebt sich das alles zusammen. Es kann nur jetzt passieren. Ja. Es kann, was passiert definitiv heute. Ich kann nur heute an morgen denken und an gestern denken. Aber wenn ich heute an was denke, denke ich jetzt dran. Ja. Das schiebt die Zeit zusammen, untrennbar in diesen einen Punkt, von dem ich dir die ganze Zeit erzähle. So. Hey, unten nennt man Ordnungszahl. Die gibt die Anzahl der Protonen in unserem Atom an und sagt zugleich aus, welches Element es ist. Das kann man aus dem Periodensystem der Elemente aus der Chemie auslesen. Beispiel dafür? Irgendein Element mit einem Proton. Das gesuchte Element hat nämlich die Ordnungszahl 1, was ja für die Anzahl der Protonen steht. Es handelt sich damit um Wasserstoff. Das sieht man dann im Periodensystem. Da steht bei Wasserstoff nämlich die fette 1 oben links. Diese erste im Wasserstoff, kann ich nicht oft genug sagen, wenn wir das jetzt machen? Hydrogen, ja. Das steht zuerst einmal das Wasser und die raumzeitliche Erscheinung ist off. Jetzt ist normalerweise off, Englisch gelesen heißt aus, aber das heißt ein kreisender Außenblock mit zwei Facetten. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja. Ja. Diese zwei Facetten, wenn wir die als P ja setzen, als F, diese zwei Facetten wären 80-80, wenn wir es mit den TT immer machen, gibt 160. Mhm. Das ist, 160 ist die affine Raumzeit, also die aufgespannte, gespiegelte Raumzeit. Und dieser Wassererzeuger, Hydro, kommt, habe ich so gesagt, ist Udo R, der Kopf ist Udo, ein Symbol, wohlgemerkt, und Gigumai heißt dann entstehen, erzeugen. Der eigentliche Erzeuger ist dieser Kopf, ja, wo ich sage, ich bin du. Ja. Aber lass dich einmal überraschen, wir kriegen jetzt die komplette Mythologie, sobald wir hier einen Alpha, Beta und Gamma Zerfall machen. Hört einfach zu. So, Dede, fehlt noch die grüne Zahl oben. Das ist die Massezahl. Sie ist die Anzahl der Protonen plus Neutronen. Beim Helium sind das 4 Stück. Könnt ihr ja nachzählen. Ihr fragt euch jetzt... Ich weise zuerst einmal darauf hin, all dieses Wissen kann man nicht entdecken. Ja. Das ist ein Schwachsinn. Wenn das irgendeiner glaubt, dass das in der Vergangenheit einer entdeckt hat, das ist mit allen Sachen. Magnetische Strahlung. Irgendwelche Physiker, Philosophen ausdenkst, die dieses oder jenes entdeckt haben. Du kannst das nicht entdecken. Man muss dir das erzählen und wenn man dir das erzählt hat, kannst du dir das wie eine Märchengeschichte vorstellen. So wie du dir Zyklopen vorstellen kannst und ein Dornröschen und ein Rumpelstilzchen vorstellen kannst und ein Schneewittchen, kannst du dir auch Atome vorstellen und kannst dir hier Planeten vorstellen, die um Sonnen rumkreisen. Du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht entdecken. Das heißt, am Anfang ist zuerst einmal ein gewisser Glaube, den du dir vorstellst. Die DNA zum Beispiel, so unvorstellbar klein. Und dann gibt es dann DNA-Analysen und kann man genau feststellen, wer dieses oder jenes ist, wenn man hier eine kleine Probe hat. Es ist alles unheimlich logisch, bloß wüsstest du das nicht. Da gibt es da außen gibt's nichts zu entdecken. Es ist immer zuerst das Wissen da, mein Klingelingeling-Beispiel. Wenn aus dem Nichts in dir ein Klingelingeling auftaucht, dann denkst du an einen Anruf und an ein Telefon oder an eine Haustürglocke. Ich habe das so oft gesagt. Das heißt, die Ursache für den folgenden Gedanken ist als Ratsauslöser, jetzt hast du mal das Geräusch. Geräusch ist wieder in gewissem Maß auch ein Wort. Im Anfang war das Wort. Du setzt ständig die Ursache für etwas, was jetzt in dir auftaucht, chronologisch umgedreht in eine Vergangenheit, die du dir jetzt denkst. Das heißt, die Ursache für das Klingeln, die du dir ausdenkst, denkst du dir bloß aufgrund des Klingelns aus. Es ist zuerst das Klingeln da. Es ist zuerst einmal der Geist da, der sich zum Beispiel ein Trockennasen auf dem Weibchen ausdenkt, das Trockennasen auf dem Baby auf die Welt bringt, um dann sagen zu können, die hat mich erschaffen.
Aber du erschaffst doch den Vorgang, indem du dran denkst. Du stehst vor allem, was du dir ausdenkst. Du erschaffst einen Trump, du erschaffst ein heliozentrisches Weltbild. Aber das sind nur Sachen, die du vom Hören sagen kennst, die du dir niemals denken würdest, wenn man dir das nicht. Und jetzt kommt schon wieder das Problem, in der Vergangenheit erzählt hätte. Mhm. In der Vergangenheit hat man dir nie was erzählt, das ganze Wissen ist in dir drin. Mhm. Bevor du das nicht akzeptierst als Geist, wirst du leiden bis in alle Ewigkeit. Du wirst kämpfen und kämpfen um etwas, was gar nicht wert ist, dass man drum kämpft. Du wirst dich aufregen, weil was kaputt geht. Es ändert doch nichts an dem, was ist. Ja. Aber lass uns mal weitermachen. Du wirst dich jetzt wundern. Jetzt kommen die ganzen Götter. Bestimmt. Warum labere ich euch mit Chemie voll in einem Channel, der eigentlich The Simple Physics heißt? Aber Radioaktivität. Simple Physics ist ganz interessant. Simple. Die Simulation. Mhm. Und BLE? Das Wunder. Das Wunder von Simulation. In SM ist das Bewusstsein des Meeres. Mhm. Rot-blau gelesen. Wenn ich die Worte entheilige und sofort aus jedem Wort der Einseitigkeit mache, habe ich schon verloren. Ja. Dann mache ich hier aus einem Auto einen Kabelstecker oder einen Schlauch. Dann mache ich aus einer Küche, mache ich dann meinetwegen ein Messer. Ja. Oder einen Ofen. Das ist aber keine Küche. Weil ich die Komplexität im Hintergrund nicht verstanden habe. Ja. Gehört zur Atomphysik. Und dazu müssen wir den Aufbau von Atomen kennen. Da überschneiden sich Chemie und Physik einfach mal. Die Grundlagen sind gelegt. Jetzt können wir über Radioaktivität... Geh rund. Der Geist fängt an zu kreisen. Kreisen. Denk wieder an den Radio und den Radius. Mhm. Wobei der Radius ja ganz interessant ist, wenn ich jetzt hier mal wieder sage, das ist ein Stecken, ein Stab, SD, eine raumzeitliche Erscheinung, die wird die Schöpfung an der Polarität. Und das ist immer wieder das Stecken. Wenn wir jetzt da tiefer reingehen, wirst du dich wundern, wenn ich immer wieder sage, hier, ein Quadrat ist nicht eine Fläche schon als Ganze, sondern bloß ein Eck. Mhm. XY-Achse, wo ich Arm gebe. 3x3. 1x1. Und jetzt habe ich eine Diagonale und darum brauchen wir hier in der Berechnung dann die Wurzelzeichen und das spannt dann unsere zwei Ecken auf, mal flächig betrachtet. Mhm. Nichts anderes passiert dann in der dreidimensionalen Vorstellung. In deinem Kopf gibt es keine dreidimensionale und auch keine zweidimensionale Dimensionalität als Ding an sich, weil sich ja alles in dem Punkt abspielt, der du selber bist, weil du dich mit Lichtgeschwindigkeit bewegst, geistig. Deine Gedanken. Sprechen. Bei der Radioaktivität werden drei Fälle unterschieden, oder besser gesagt, drei Zerfälle. Den Alpha-Zerfall, den Beta-Zerfall und die Gamma-Strahlung. So, wir haben jetzt These, Antithese und Synthese. Mhm. ZR heißt zu Form werden. Mhm. Okay? Ja. Zu Form werden von Facetten Gottes. Gott ist Licht und Gott ist Licht. Das ZR, die Geburt einer erwachten Facette, wir können dieses All, das wäre jetzt wieder, da will ich nicht so tief reingehen, wir haben also hier einen Alpha-Zerfall, einen Beta-Zerfall und eine Gamma-Strahlung. Da haben wir gerade schon gesagt, das Versteck, das Geheimnis ist das Gimmel. Gimmel ist die Einstein-Formel. Mhm. Das ausgesprochene GML. Das sind immer so Kleinigkeiten. Dieses, der dritte Buchstabe, die mir drei als Synthese setzen. Dieses, das wenn ich jetzt natürlich lesen, du KML, D3BR, Polar erweckt das Äußere, Rei F, eine Spiegelfacette werden, ist ein doppelt aufgespanntes, erwecktes Urteil. WR, DN heißt Urteil, geöffnete Existenz. Und da stelle ich jetzt schon fest, wenn ich jetzt GML, ich sage, das ist Geist, kann man auch Energie setzen oder Licht setzen, also jetzt Energie. Dann haben wir M ist Gestaltwerdung, das ist die Masse. Und ja. C² steht für Licht. Das ist schon die Einsteinform. Genau. Das ist ja feucht an Pyramidenwert. Ich will nicht so auch in die Zahlen reingehen. Nur, dass du das immer im Hinterkopf hast, dass da wirklich alles mit Holofeeling zusammenfällt. Ja. Warum zwei von denen Zerfälle heißen und das andere Strahlung, sehen wir gleich. Schauen wir uns mal alle Zerfälle anhand eines Beispiels an. Dazu nehmen wir ein Isotop eines Uranatoms. Isotop. So, jetzt müssen wir zuerst einmal das Uran. Kleinen Moment. Ja. Bedeutet, dass die Anzahl an Protonen ungleich der Neutronen ist. Gucken wir kurz ins Periodensystem. Uran hat die Ordnungszahl 92. Also Ganz, der Uran ist eigentlich schon der Erste.
Stimmt oder stimmt? Ja. Was natürlich wir jetzt immer noch machen, dass wir das Ur, das Feuer, der brennende Dornbusch, wo der Mose hingeht, dass wir das zwar Ur aussprechen und wir können das geheimnisvolle A, das hier eigentlich fällt, Ur ausgesprochen heißt es ja Feuer, Ohr ausgesprochen heißt es Licht. Und das ist der Uran. Gerne. Der Uran. Der Urheber. Schreiben wir U und unten rechts 92. So, die 92 ist jetzt einmal, wir wissen natürlich, wenn wir jetzt dort die 92 einmal direkt 92 eingeben, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. So brauchen wir es. Jetzt sagen wir es. Genau. ZB, das ist jetzt erst einmal ein bedeckter Wagen, eine Eidechsennaht, ein gedeckter Wagen, da kommen wir nicht so arg mit. Ganz interessant ist das Wort Schildkröte. Ja. Wenn du jetzt in die chinesische Mythologie reingehst, ist es ganz interessant. Shin Ilet heißt, die Logik des Kindes ist wie die Röde und wir wissen, der Adam heißt ja auch Röde. Ja. ADM, das hebräische Wort für Adam, ist auch die Röde. Ja. Shin Ilet, das logische Kind, ist die Röde, das ist der Adam. Rot kriegst du jetzt hier in einem gewissen, aber wird jetzt zu weit führen, passt auf. Jetzt wird es sehr interessant. Darum haben wir hier einen BD-Eckt. Die polare Öffnung ist ein Eck. Reihe, TR. Oder Spiegelungen, die erweckt werden. Ja. Der gedeckte Wagen mit Verdeck. Ja. Das ist dann immer, die Welt ruht auf den Schildkrötenpanzer. Aber was wir jetzt einmal machen, wir schauen uns den Totalwert 92 an. Das heißt jetzt mal alle Werte mit 92, dann kriegst du den Bäcker. Da müssen wir jetzt, wenn du das schon schaut, da steht der Schöpfer UP. Das ist die Quintessenz. Ja. AUP ist die Quintessenz. Ja. Gibt es die Bäcker-Transformation, das ist das ständige Falten. Ihre Götter, die Beschwörungen und Flüche seiner, das ist natürlich jetzt ganz in einer Mehrzahl, die Ella, die Beschwörungen. Als Geist, die persönlich flackernden Feuer des eigenen Bewusstseins, als eigene Beschwörungen und Flüche durchschaut. Jetzt kommt hier das nächste Wort mit 92. Ich gehe aus, heraus, hinaus. Ich gehe aus meinem Zentrum heraus. Ist der Schöpfer und die Geburt einer Schöpfung. Zedor heißt der hinausgehen. Ich werde hinausgehen. Herausgehen. Wissentlich, in mir ist aufgespanntes Wissen. Ist. In mir ist aufgespanntes Wissen, geöffnete Augenblicke. Das führe ich dann natürlich BI, in mir ist ein Trümmerhaufen. Die Trümmerhaufen sind praktisch galt, die Gedankenwellen, ist ja Teilchenwellenphänomen. In dir ist das göttliche Bewusstsein und oder in dir ist die intellektuelle Raumzeit. Genau. Sag du, wir sind jetzt. Ja. Du kannst es nur ahnen. Jedes Ding müsste ich dir jetzt genauer erklären. Das ist die Basis ist diese Zahlenstruktur hier mit diesen Zeichen mit Rot-Blau-Lesung. Uran 92, lass uns mal weitermachen. Unsere Massezahl ist beliebig, da alle Isotope von Uran radioaktiv sind. Nehmen wir mal 235. Damit haben wir... Etzer, Uran 92, 235. Wir schauen uns mal die 235 an. Das ist Isotop 235. Zu Fuß. Hat man doch heute schon den Bogen spannen. Okay, ich nehme eine Ecke und strecke und mache einen Bogen. Dann lasse ich ihn absteigen, ich komme wieder in die Welt hinunter. Anerkennen, bekannt machen, erkennen, kennenlernen, vorstellen. Er brachte hinaus, er gab heraus, aus dem Roten, aus dem Innern. Aber lass uns mal, wie jetzt das gerechnet. Wie ein Uranatom mit 92 Protonen, 92 Elektronen und 235 minus 92 Neutronen. An diesem Beispiel werden wir jetzt alle Arten radioaktiver Strahlung besprechen. Fangen wir mit dem Alpha-Zerfall an. Beim Alpha-Zerfall wird ein Alpha-Teilchen aus dem Atom herausgeschossen. Ein Alpha-Teilchen ist ein einfaches Heliumatom.
Frage: Wie sieht der Alpha-Zerfall bei unserem Uranatom aus? Eins wissen wir. Am Ende kommt auf jeden Fall ein Heliumatom raus, das Alpha-Teilchen. Das wird aus dem Uranatom herausgelöst. Damit fehlen dem Uranatom aber am Ende 2 Protonen, 2 Elektronen und 2 Neutronen. Die brauchen wir nämlich fürs Heliumatom. Unsere Ordnungszahl wird also um 2 kleiner, weil 2 Protonen fürs Helium gebraucht werden. Das heißt, der Uran, die Schildkröte, wird zum Geburtsgeber, 90. Ganz vorneweg immer dran denken, hier wird was rezitiert, das man vom Hören sagen könnte und macht man Vorstellungen draus. Da gibt es nichts zu entdecken. Im Anfang ist zuerst einmal eine gewisse Logik, die Vorstellungen erzeugt. Ich sage immer wieder, in einem Videospiel ist im Anfang das Programm, das eine virtuelle Welt mit gewissen Naturgesetzen aufbaut. Aber als Materialist drehst du das alles auf den Kopf. Du meinst, man hat hier, weil man dir das so erzählt hat, diese Welt da außen analysiert und kann das jetzt an einem Programm simulieren. Im Anfang ist das Gehirn und ab einer gewissen Gehirnkapazität ist dann Geist entstanden, ist Bewusstsein entstanden. Das ist derselbe große Fehler. Es muss erst einmal ein Bewusstsein da sein, das sich ein Gehirn ausdenkt. Das denkt, ja. Es ist hier die große Schwierigkeit der Religion und der Naturwissenschaft, dass die die Kausalität umdrehen und sich damit selbst entheiligen. Das ist übrigens hundertprozentig sicher, was ich jetzt sage. Ja. Wenn du sagst, ich Geist, bin deshalb da, weil meine Mutter mich geboren hat. Nein, deine Mutter beginnt zu existieren, wenn du dir eine Mutter ausdenkst, aber das ist ein Gedanke von dir. Kann ein Gedanke den Denker erschaffen? In einem gewissen Maß dann doch wieder, weil wir ja festgestellt haben, es gibt ja gar keinen Denker ohne einen Gedanken. Weil was ist ein Denker ohne Gedanke? Nichts. Nichts. Was ist ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Ja, ein nicht träumender Geist? Aber das sind doch schon wieder Gedanken. Ja. Und unsere Massezahl wird entsprechend um 4 kleiner. Nämlich, wie gesagt, 2 Protonen, aber auch noch 2 Neutronen. Das wird der Kopf von Gott. Wir schauen uns das mal ganz kurz nochmal an. Wenn wir hier den äußeren Wert. Das ist immer das Notwendigerweise. Das heißt, in ihr, ich will jetzt da nicht so auch reingehen, ist der Geist, ist wie der Geist, Ruch, die Kurzform von Ruch in ihr. Das ist notwendig, ist das, brauchst du. Jetzt haben wir hier die Regel, in der Regel, siehst du, RGL. Ja. Was jetzt aber hier zu Fuß, weil ich nicht drauf eingegangen bin, ist schlichtweg und einfach zweierradiges BR, ist das Äußere, sind Wellen. Okay, ja. Das Äußere sind Wellen. Jetzt wird aber aus den 235 231. Ganz kurz umschalten. 200 ist der Kopf. L-All. Und jetzt hast du den Machthaber. Der gewaltige, großartige, prächtige Machthaber. Und der fängt jetzt an, ich betrachte, ich berücksichtige, ich beachte, ich berücksichtige, imperfekt gelesen, ich werde etwas erkennen. Okay, stimmt oder stimmt? Ein vom bewussten Geist momentan wahrgenommene Gedankenwelle kann ein personifiziertes Individualbewusstsein genauso wenig verlassen, wie eine aufgenommene Wasserwelle das Meer verlassen kann. Die junge Menge, die mündliche, ich hoffe, es wird ungefähr verstanden. Das heißt, durch einen Alpha-Zerfall wird hier diese Schieden-Elet, dieser Adam zum Geburtsgeber, und der Kopf ist es nichts. Weil mir ein Alpha-Teilchen ein 2 hoch 4 rausschlagen. Und gehen fürs Helium drauf. Da die Ordnungszahl das Atom angibt, haben wir jetzt auch kein Uran mehr. Eine Ordnungszahl von 90 bedeutet Thorium. So. In dem Moment, wo das passiert, dass du eine Wahrnehmung herausschlägst, die eine 2-4er-Struktur hat, wird aus dem Uran Thorium. Jetzt ist natürlich interessant, was ist Thorium? Das ist der Jupiter. Immer dran denken, Jum ist der Tag. Tor ist die Reihe. Tora. Okay, das ist erst einmal der germanische Gott Tor. Ordnungszahl 90. Siebte Periode im F-Bruch müssen wir jetzt gar nicht reingehen. Das ist der Gott Tor. Wir machen mal den Tor einzeln. Wir schauen uns mal, was der Tor für ein Gott ist. Der kommt von Donar, der Donnerer,
Schau mal, das Wissen besteht aus zwei Existenzen. Mhm. NN 5050 ist 100, das ist die Affinität, weil RR sind zwei Sachen, werden erweckt. Mhm. Könnt ihr folgen? Ja. Und wenn du jetzt runter gehst, die Etymologie und die Herkunft des Namens. Jupiter. Das ist nur indogermanische Gottheit. Es sind ja immer Symbole, die Gottheiten sind ja immer, und da weißt du, der Begriff Himmel geht auf indogermanische Wurzel für Stein zurück, der Eckstein, der verloren gegangen ist. Ja. Dieses komische Zeichen hier, das so mit den zwei Strichen, ist übrigens ein T, das wäre eine 9, das ist ein TH in der Aussprache. Ein Th. Das ist dieses Th, diese Spiegelung, die 9 ist eine aufgespannte Existenz und RZ, Ratz, haben wir in Ares, heißt dann, es beginnt zu laufen, es wird in Bewegung gesetzt. Mhm. Durch den Donner. Genau. Können wir jetzt wieder tief reingehen oder lassen wir uns mal? Du wirst merken, wir machen jetzt Bombetta zur Folge. Zusammengefasst wird also aus einem Uran also der Geburtsgeber ist ein Kopf von Gott. Mhm. Alpha-Teilchen und Thorium. Oder allgemein, beim Alpha-Zerfall entsteht aus unserem Ursprungselement ein neues Element und ein Heliumatom. Es entsteht praktisch ein Geburtsgeber, ein Gott mit seinem Kopf und eine Wahrnehmung. Mhm. Die Wahrnehmung sind immer plus minus, die letztendlich vier Seiten sind. Ja. Das haben wir am Anfang gesehen. Das sind die vier, das ist der Einheitskreis. Mhm. Die zwei brauchen dann nochmal zwei Seiten, vier Seiten. Dass der Einheitskreis vollkommen ist. Der Beta-Zerfall funktioniert ähnlich. Nur, dass hier ein Beta-Teilchen ausgelöst wird. Und das ist ein Elektron, welches aus dem Kern kommt. Bet. In der Zeit ist die Schöpfung. A ist die These, Antithese ist das Gegenstück dazu, der Denker und das Ausgedachte. Wir haben übrigens auch TA in einem Wachraum. Mhm. Wenn ich... Mhm. Jetzt hast du mal einen Moment. Wir wissen, B da. Ich mache das einmal so. Mhm. Moment, er sucht. Das ist ein Polar, das ist jetzt hier Polar erscheinende Schöpfung. Mhm. Aber das hast du in einem Wachzimmer, weil nämlich B Vorsilbe ist ja in mitten. Und da diese erscheinende Schöpfung, das ist jetzt die logische, die Logik, das Gemach, die Zelle. Zelle ist wieder der Schatten, der auseinandergeschmissen wird. Und das ist in deinem Rachraum, in deinem Z im Meer, die Geburt im Meer ist immer dein Wach. Das ist praktisch mehr oder weniger deine Traumwelt. Das ist dein roter Kopf. Gut? Mhm. Also schauen wir im Beta zu. Ja, richtig gehört. Aus dem Kern. Also nicht so eins hier raus, sondern damit aus... Damit ist H4. 2 plus und die 2 minus. Ist jetzt gespiegelt, müssen wir jetzt gespiegelt darstellen, wenn ich plus plus mache, aber so viel Fantasie solltest du haben. Im Kern. Aber im Kern sind doch nur Protonen und Neutronen. Da gibt es doch gar keine Elektronen. Richtig. Mhm. Aber beim Beta-Zerfall spaltet sich ein Neutron das in ein... Das Ganze passiert übrigens im Ohr. Ja. Ohr ist Osen. Osen. Das schreibt sich so. Ausgleichen, ausgleichen. Mhm. Bilanz ausgleichen des Gewichts ins Gleichgewicht bringen. Mhm. Zuhören. Ja. Mhm. SN wiederum, wir haben ja das alles wieder als Vorsilbe. Mhm. Ist wirklich jetzt die Art, die Gattung, die Sorte. Mhm. Selektierte Existenz. Mhm. Rotgeschrieben, geistige Art, Psalm 144, 13. Mhm. Schau dir das an, 1, 4, 40 ist der Adam. 13 wissen wir, der eine, der erste. Die Heilung, die Liebe. Dass unsere Speicher voll sein, spend von aller Art. Dein Speicher ist voll, weil alles, was in dir auftaucht, kommt aus dir. Mhm. Wenn du ein Adam bist. Dass unser Kleinvieh sich tausendfach mehrere und 10.000 in ihren Driften außerhalb. Kannst du nachschauen. Mhm. Das muss aber alles im Gleichgewicht bleiben. Weil wir immer mittig sind, wenn wir bewusst denken. Ja. Ihr merkt, das ist, man muss auf jede Kleinigkeit eingehen, es wird alles vereinigt.
Proton und in ein Elektron auf. Und das Elektron wird ausgesondert. Eigentlich darf man ein Neutron nicht so einfach aufspalten. Also nochmal, ich habe jetzt da reingequatscht. Ein Neutron, ein neutrales, weder so noch so, haben wir festgestellt. Ja. Wir machen jetzt aus dem neutralen Neutron, schau bitte mein kleines Bild an, machen wir eine Vakuumfluktuation. Aus dem Nichts, dieses Neutralen weder noch, entspringt ein Proton und ein Elektron, ein Plus-Minus. Die fliegen jetzt raus, aber wie der Wellenberg und der Wellendall aus dem Nichts der Nulllinie herauswandert. Das ist der Beta-Zerfall. Okay? Ja. Hier geht das aber irgendwie. Die Natur macht's und es funzt. Also wird das schon. Machen wir dazu natürlich das Meer, den El Hayom brauchen, der immer ist. Was ist der Gott des Meeres? Schauen wir mal, was passiert. Richtig sein. Was heißt das aber für unser Uran, wenn wir ein Neutron in ein Proton und ein Elektron umwandeln? Wir bekommen auf jeden Fall am Ende ein Elektron raus, das Beta-Teilchen. Und wir bekommen im Kern ein Proton dazu. Unsere Ordnungszahl steigt um 1, da sie ja die Proton angibt und wir nun 1 mehr haben. Jetzt kriegen wir aus der 92, kommt diese geheimnisvolle 1 dazu. Wir können das natürlich dann auch noch mit dem Pyramidenwert machen. Also machen wir jetzt aus der 92, aus der Schiele-Gröde, aus dem Test-Udo, machen wir 93. Mhm. Dem müssten wir jetzt nachschauen, die biblische Figur, aber das wäre jetzt, das ist eine biblische Figur. Ich halte, ich trage, ich nehme auf, ich zittere vor Angst. Das ist aber hier mit einem Aleph, die Schildkröte mit der 1 davor, siehst du, Schildkröte. Ein Logoskind wie Adam. Das heißt nämlich, ich werde wieder Adam sein. Ja. ZBO. Ja. Wie all in. In Gott ist ein existierender Intellekt. Mhm. Wir machen jetzt eine Schöpfung dazu. Ist das? In ja. Gott ist ein existierender Intellekt. Wenn man das lesen kann. Ja, ja. Jetzt kriegen wir den Abi. Im Abi. Was ist Abi? Das schöpferische Wissen deines Intellekts. Wenn wir es blau lesen, das ist dein Charakter. Charakter. Das heißt, du lebst jetzt in einem Charakter. Wir können das natürlich rot lesen, die schöpferische Weisheit Gottes, in der schöpferischen Weisheit Gottes leben. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ja, stimmt. Und jetzt kriegst du, er schuf, er schaffte, er richtete ein. Mhm. Und dann kriegen wir hier in den Priestern, in seinen Priestern, Priester heißt hier die Frucht, das Erzeugnis, wo ich mich versteckt habe. In diesem Geheimnis. Geheimnis. Dann kommt Iza, das Herausgehen, das Hervorkommen. Also schauen wir mal, was passiert jetzt. Wir brauchen dazu. Die 93 ist interessant, was das ist. Also haben wir ein neues Element. Das wäre in unserem Beispiel Neptunium. Neptun? Ich habe doch gesagt, wir brauchen ohne Helium geht nichts. Ja. Wir wissen doch, der Gott des Meeres. Genau. Da haben wir natürlich noch den Wassergott Poseidon im Griechischen. Das sind nur die Sprachen sind anders. Das Prinzip im Hintergrund bleibt sich gleich. Ja. Das sind meine Geistesfunken. Hast du mitgelesen? Ja. Er, E-Quadrat R, wohnt in der Meerestiefe mit einem großen Gefolge und das sind die niederen Meeresgottheiten. Okay? Und da könnte ich jetzt alles genau erklären, immer das System bleibt immer gleich. Wir verlieren ein Neutron, aber bekommen ein Proton dazu. Die Anzahl der Proton und Neutronen bleibt also am Ende gleich. Da steckt die ganze Mythologie drin. Es ist wieder nur eine andere Sprache. Das ist wie wenn ich sage, wenn man divinatorische Systeme umrechnet. Ob man jetzt den I Ching in ein 64er-System machen oder die klassische Astrologie. Du kannst es alles umrechnen, so wie du hier ein und dasselbe Bilddatei umrechnen kannst. Je nachdem, wie das abgespeichert ist, sobald ein gemeinsamer Parameter da ist, kannst du das umrechnen, diese Zahlenstruktur. Und du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst. Zumindest, wenn du ich bist.
der Alpha- und der Beta-Zerfall. Die heißen Zerfall, weil unser Atom in ein neues Atom und ein Heliumatom oder Elektron. Lass dich mal hier, Thorium, Neptunium, diese Zahlen haben nichts damit zu tun, dass irgendwelche Physiker irgendwas entdeckt hätten in der Vergangenheit. Du denkst dir das so, weil du so programmiert bist, weil deine Lehrer das behauptet haben, die man das auch erzählt hat. Da ist die komplette Mythologie mit drin. Es ist eins von vielen Darstellungssystemen, wie man sich zerdenken kann. Ja. Aber wer zerdenkt sich da in unendlich viele Gedankenwellen? Das Ich. Ich, das rote Ich. Und wie du dich zerdenkst, hängt von deinem blauen Ich ab. Das ist die Wirklichkeit. Elektron der Welt. Unser Gamma heißt nun aber nicht Zerfall, sondern Strahlung. Da sind wir jetzt hier in der Strahlung. SDR, das Geheimnis des Zeltes. AHL. Die Schöpfung von wahrgenommenem Licht. Und das ist immer die aufgespannte Existenz in deinem Geist. Oder eine verbundene Sein des Geistes, immer das Rot-Blau lesen. Aber wichtig ist hier, dass du ganz definitiv, wenn wir jetzt nur in Dreierradixen, SDR, das Geheimnis, das Versteck eines Zeltes. Aber jetzt das Zelt einfach an eine bewegliche Wohnung, die man immer wieder abbauen kann und wieder aufbauen kann, das Schatten wirft. Das Zelt ist ja ein Schattenwerfer für den, der sich drinnen befindet. Mhm. Im Zentrum des Zeltes. Er lebt eigentlich in seinen eigenen Schatten, weil jetzt der Schatten in ihm drin ist, wenn man die Sonne nach außen denkt. Wenn nicht der Spiegel ist, aber die Sonne, das Licht innen, dann sind die Schatten außen. Mhm. Immer an diese Spiegelung denken. Da zerfällt nichts in Einzelteile. Da wird Strahlung ausgesendet. Und zwar elektromagnetische Strahlung. Das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Sache. L-Eck. Eck ist eben jetzt hier nur bloß oder die Ecke. Mhm. L im Nichts ist eine Ecke und das ist seine Reihe, TRO, TR-Waff, ist seine Reihe, die kreisend. Mag, Gestalt gewordener Geist, ist die Magie. N-Ed, existierende Zeit, ist Ich, ist eine Gestaltwerdung, die in dir erweckt wird. Okay. Ich gehe jetzt nicht rein, wenn man Holofeeling weiß, kann man das sofort so lesen. Ja. Die einfachste Art und Weise. Diese wird anhand eines Photons abgegeben. Ein Photon ist ein kleines... Das Photoni. Das ist immer wieder, wo ich sage, das Fotos, das Licht, das Ohr. Da kommst du wieder zur Uhr. Das ist genau unsere Schöpfung einer aufgespannten Berechnung. Blau gelesen ist, der Schöpfer ist verbunden im Kopf. Alle Schöpfung ist verbunden im Kopf. Ur ausgesprochen. Ur-Orn ist das Feuer und Or ist das Licht. Ja. Das Lichtteilchen oder auch Teilchen von elektromagnetischer Strahlung. Wir wissen ja, dass das auch eine Welle ist. Mhm. Das heißt, das geistige Licht, wenn wir das einmal GL nennen, das geistige Licht, das ist das Hebräische, was hast du einmal für die Welle? Eine Woge, das hast du aber auch einen Haufen, ein Trümmerhaufen, das sind die Teilchen. Und das Ganze ist wie Zeit, augenblickliche Erscheinungen. Ja. Das passiert in einer Reihe, in einer Spiegelwahrnehmung. Ja. Da haben wir uns jetzt quer, uns auseinanderschmeißen und jetzt wollen wir zeitlich von vorher und hinten, aber prinzipiell ist auch Code als menschliches Brennmaterial. Mhm. Da kann ich jetzt in dem Wort brennen, Bär ist das Äußere, ich kann auch sagen, die Polaritäten rennen. Mhm. Das sind gestalt gewordene Erscheinungen, MD heißt sterben und es ist erweckt. Im göttlichen Nichts. Ganz simpel. Ganz simpel. Wer die Quantenphysik kennt, der weiß es jetzt. Wer sie noch nicht kennt, einfach wieder vorerst vergessen. Wird sonst zu kompliziert. Bleiben wir bei der Strahlung. Unser Uranatom sendet bei der Gammastrahlung einfach eine elektromagnetische Welle aus. Und die ist sehr energiereich. Fassen wir die drei Arten der Radioaktivität. Das ist natürlich immer so eine Sache, das Aussenden von elektromagnetischen Wellen ist nämlich bei elektromagnetischen Wellen, die wir uns jetzt denken, insgesamt alles, was du zu sehen bekommst, ob das Licht ist, ob das Funkwellen sind, sind sogenannte elektromagnetische Wellen. Elektromagnetische Wellen sind Transversalwellen. Wir sind wieder beim Thema und Transversalwellen bewegen sich nicht durch Raum und Zeit. Genau. Sondern sie tauchen eigentlich so in dir auf. Mhm. Ich verweise nochmal auf den Band 8 von den Ohrenbohrungen, wo ich ja ganz, ganz grob das große Problem der Relativitätstheorie erkläre. Mhm. Letztendlich beweist, dass in dem Moment, wo du siehst, ist es da. Und wo du dir das jetzt denkst, wo das herkommt, das ist schon das Problem, du denkst dir schon wieder was aus. Mhm. Es ist einfach so unendlich simpel,
zu begreifen, dass jeden Gedanken, den du denkst, egal wo du ihn dir räumlich oder zeitlich hindenkst, er hier und jetzt in deinem Kopf als Information entsteht und es kommt aus dem noch nicht informierten in dir drin, aus dem innersten Kern, in dem sich alles befindet. Das ist der Urahn und das ist Gott. Alles andere ist logische Hirnwichserei. Wo kommt jetzt diese Aufnahme her? Jetzt schau einfach, was deine Logik dir erklärt. Aus nichts. Creatio ex nihilo. Was du dir jetzt denkst, ist dann schon wieder was Existierendes. Jetzt könnte ich wieder sagen, jetzt schau zu dir hin und schau die Türklinge an. Tür hast übrigens Reihe. Kli ist ein Gefäß, Klinge. Ich denke mal bei jedem Wort, wenn ich was spreche, ich muss das nicht immer auffächern. Wo war die ganze Zeit, wenn du jetzt die Tür anschaust? Die hat nicht existiert. Und jetzt sage ich immer wieder, jetzt schau in dich rein, was du im tiefsten Innern glaubst. Mach dir bewusst, was du glaubst. Dass der Gedanke, den du jetzt denkst, oder die Tür, die du auf deine Verabrede holst, wenn du jetzt den jetzt ausgedachten Kopf dahin drehst, dass du felsenfest noch davon überzeugt bist, dass das Zeug auch dann da außen ist, wenn du es nicht anschaust und nicht denkst. Es ist immer diese Vorstellungswelten, dass du den Wahn erkennst, wenn wir jetzt mal ganz normal raumzeitlich wieder werden, mir fällt jetzt ganz, ganz spontan ein, aktuell ist natürlich, wenn das Video, wenn schaust du das Video an, in der Heute-Show ist gegangen hier um einen Trump, um die Wahl jetzt kurz davor, was die großen Wähler sind, diese wahnsinnigen Christen in Amerika. Mach dir mal die Mühe und schau dir das an, was das, da sagst du, das sind doch Irrsinnige. Die leben in einem religiösen Wahn. Tiefgläubige Materialisten. Das ist immer wieder die Kreationisten, wo es da diese große, die hier fest auf die Bibel vertrauen, was übrigens in großen Teilen von Amerika in diesen Gebieten, wo die herrschen, diese Glaubensgemeinschaften, wird in den Schulen naturwissenschaftlicher Darwinismus und Bibellehre gleichzeitig gleichwertig parallel gelehrt, was ja nicht unbedingt schlecht ist. Und ich betone jetzt, es ist nicht das naturwissenschaftliche Weltbild, der Darwinismus ist genauso wenig richtig wie das andere, weil beide arbeiten mit einer Vergangenheit. Ja. Es gibt keine Vergangenheit. Ist jetzt übrigens eine einseitige Aussage, kann sofort einer wieder rufen und sagt so ein Blödsinn, es gibt doch jetzt Vergangenheit, wir denken uns doch eine aus. Und die Vergangenheit, die wir uns jetzt ausdenken, denken wir aus dem Mittelpunkt heraus in unser Inneres und machen eine Vorstellung draus, die wir uns in die Vergangenheit denken. Mhm. Ist der Gedanke an Vergangenheit, wenn du ihn nicht denkst? Genau. Dann ist er vergangen. Stimmt oder stimmt? Ja, stimmt. Das ist das eigentliche Vergehen. Jetzt ist immer bei der Vorsilbe, reden wir von einem Verbinden oder von einem Verstreuen? Verbinden, Verstreuen. Genau. Ja. Aber das hebt sich doch auch schon wieder in sich selbst auf, wenn ich beide Seiten gleichzeitig nehme. Ja. Das kleine Prinzip musst du installieren. Und dann kommst du in den ewigen Frieden. Aber der Friede, den ich mir ausdenke, dieses Frieden, müssen wir rot machen. Da ist das wirkliche Frieden. Und dann habe ich den Frieden und zum Frieden gehört der Krieg. So wie zu einem Tal ein Berg gehört. Und ich schaue mir immer nur eine Seite davon an und muss mir irgendwann einmal bewusst sein, wenn was auseinanderplatzt, sind alle Seiten gleichzeitig da. Meine Erdkugel, immer wieder Sonnenschein, Regen, hell, dunkel, alles gleichzeitig. Wenn ich an ein Haus denke, denke ich an die ganzen Zimmer gleichzeitig. Aber an kein spezielles Zimmer, das ich hervorhebe. Bis du dann an deine Küche denkst. Aber das ist ja immer noch ein Chat. Genau. Das sind keine Bilder, das sind nur Worte, das sind Chat-Begriffe, Chit-Begriffe, lebendige Begriffe in einer Kollektion. Nochmal ganz kurz zusammen. Beim Alpha-Zerfall wird ein Heliumatom ausgelöst, beim Beta-Zerfall ein Elektron und bei der Gamma-Strahlung eine energiereiche elektromagnetische Welle. Warum ist die Strahlung jetzt aber so gefährlich? Es ist halt bei der Welle hier dieses Zirkumflex. Wieder dran denken, ist genau genommen eine Ecke. Aber sobald wir uns eine Ecke denken, wenn ich jetzt dort das so hinmache, ihr seht es, brauche ich eine zweite Ecke. Und dann kommen wir, was ich jetzt flächig als diese Ecke, extern, intern, eltern. Ja. Wenn wir jetzt, das sind ja eigentlich hier oberflächlich betrachtet immer nur Kantenecke, machen wir die drei, dem D-Reif mit vier Spiegeln eine Ecke und dann kriegst du hier unseren Tetraeder-Spiegelstand. Ein Vorher-Nachher hat es nichts zu tun, weil das schon aufgespannt chronologisch ist, sondern viel, viel mehr mit dem Urahn, mit dem im Zentrum. Und können wir uns davor schützen? Alpha-Strahlung wird schon durch ein Blatt Papier aufgehalten. Bei Beta-Strahlung braucht man schon ein... Das ist die Alpha-Strahlung, hält eigentlich schon dein Papi auf, wenn der wach wird in dir.
Das ist das Papi-R. Hm. Papi. Pi ist wieder Gott. TT 400. Und der erwacht in dir und erweckt dich. Das Alpha wird schon durch den Papi aufgehalten. Wenige Millimeter dickes Metallblech. Und bei Gammastrahlung braucht man meterdicke Bleiwände. Wobei diese die Strahlung auch nicht aufhalten, sondern nur verringern. Da ist man da mal nicht vom Alkohol verstrahlt, sondern richtig. Warum diese Strahlung jetzt so gefährlich ist, kann euch die Physik nicht beantworten. Dazu müssen wir die Biologen fragen. Die sagen uns dann, wie die Strahlung in das Erbgut eingreift. Das jetzt dann auch anschauen, das lassen wir jetzt aber gut sein. Machen wir mal das weg. Das können wir dann auch anschauen und du wirst feststellen, ganz grob, ich hoffe, ich bin nicht so arg ausgefasert, es geht nicht anders. Für dich als Geisteswung, wenn du das jetzt hörst, wünsche ich mir eigentlich nur, selbst Gott wünscht sich was, ist ganz interessant. Wieso eigentlich? Ich könnte es ja befehlen, aber was ist dann mit der Freiheit? Das ist die Eigenart. Ich habe dir die Freiheit gegeben, dass du das selbst entscheiden darfst, nach dir zu suchen, dir mal Gedanken zu machen, was du eigentlich bist. All deine Meinungen, die du bisher vertreten hast, die dich selber verdrehen, in dir selber laufend hier ein Kreisen, eine Hirnwichserei erzeugen, sind nicht deine Meinungen, das sind Anderungen, es sind die Meinungen deiner Lehrer, deiner Erzieher. Alles, wo du felsenfest davon überzeugt bist, das gefällt mir, das schmeckt, eckt, Scham eckt mir. Wo du dich immer wieder hinrichtest in diese Ecken, in die immer dieselben Internetseiten, weil die logisch erscheinen. Mhm. Was soll die dir denn sonst logisch erscheinen, wie die Sachen, die in dir auftauchen, die mit deiner Logik korrespondieren? Aber diese Logik ist doch nicht deine Logik. Denk an mein kleines Schwammbeispiel. Es ist die Logik deiner Lehrer und Erzieher. Deine Logik als junges Mädchen, wenn du diese Rolle spielst, der Zungenbissing haben zu wollen oder dich jetzt mit der Dus zupflasterst eventuell, ist überhaupt nicht deine Meinung. Du würdest das komplett ablehnen, wenn du andere Programmierung hättest. Es ist ein ständiges Anpassen. Ja. Es ist, was du schön empfindest. Das ist alles, das ist zeitlos angebliche, zeitlose Schönheit. Das sind solche Begriffe, die man nachäfft. Wenn du das Wissen nicht hast, siehst du das ganz anders. Ich, wenn jetzt zum Beispiel ein Jaguar E-Type nehme als Autos, ich denke jetzt an meinen Holger, ein zeitloser, diese schöne Zigarrenform, der Energietyp, könnte ich jetzt sagen. Und dann nehme ich einfach einen alten Trabi, den mal ich quietschbunt an. Und dann zeigst du das irgendeinem kleinen Kind, welches der beiden Autos schöner ist. Aber keiner sagt, der Trabi, der quietschbunt angemalt ist, ist eine zeitlose Schönheit. Das Kind wird ihn trotzdem, weil es noch nicht programmiert ist, als schön empfinden. Ja. Weil es bunt ist. Mhm. Es ist immer so ein schönes, der Maler. Wir haben immer wieder mit Malen, wenn ich sage, zermalen. M-A-L, von Gott erweckt, das ist der Maler. Mhm. Du malst dir doch die eigenen Bilder in dein Gehirn. Mhm. Ja. Deine Vorstellungen, was du dir ausdenkst, sind doch letzten Endes bloß Informationen, die du immer in Maßsitzung des von dir zum Denken benutzten Intellekts ausformst, in einem ständigen Wechsel. Und dann hängst du immer in denselben Ecken, in denselben Blickwinkeln. Man ist so felsenfest davon überzeugt, jetzt das Corona, ist es so ein riesen Wandlungsprozess. Den kannst du jetzt nutzen oder du kannst es sein lassen. Es hängt davon, egal welche Einseitigkeit du anstrebst, du nutzt es nicht. Mhm. Es geht nicht um diese große Entscheidung, ist jetzt das oder ist es nicht. Wenn du es denkst, ist es doch. Ja. Ich würde niemals als Udo behaupten, dass keine KZs existiert oder existiert haben. Ich sage, in der Vergangenheit war es sowieso nichts, aber wenn wir es jetzt denken, existiert doch. Dann existiert sogar Gott. Du musst ihn dir doch bloß ausdenken. Aber wo kommt das Zeug her, das du dir ausdenkst? Selbst ein Internet, das du dir ausdenkst, ist was Ausgedachtes. Das ist ein Außernet. Und das Äußere, scharfes S, A, U, B, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, die du in dir erwächst, schaust du immer in eine Ecke. Und dann wirst du irgendwann einmal so neutral werden, dass du bloß noch den Kopf schüttelst, ob du jetzt Aussagen von Verschwörungstheoretikern hörst oder von Offiziellen. In dem Moment, wo du dich von diesen Einseitigkeiten gelöst hast, sind das alles Wahnsinnige. Mhm. Die geistlos Vorstellungen aufbauen und sich selber einreden, dass das hundertprozentig sicher bewiesen ist, was sie geistlos nachplappern. Zum Beispiel jetzt diese
Alpha, Beta und Gamma zerfallen. Ist ja alles bewiesen. Hat man Ihnen erzählt. Ich sage, wie? Dass Licht sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Dass man hier schon 230 Jahre vor Christus hat hier schon, wurde gemessen, was für einen Umfang unsere Erdkugel hat. Wenn wir uns das anschauen, heute, ich gehe jetzt nicht darauf ein, ist das so voller Fehler. Es ist so offensichtlich, dass das gar nicht so gewesen sein kann, weil man ständig was weglässt, was voraussetzt, wo ich dann die Leute darauf hinweise, und da sind sie schockiert. Das ist dieses Beispiel, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Ja. So wie jeder normale Mensch spontan erst einmal sagt, es geht nicht, liest du die ganzen Physikbücher mit Erklärungsmodellen, wo ich dann nur dich auf eine Kleinigkeit hinweise. Ich sage, ich zeige dir auf jeder Seite so eklatante Fehler, das ist hundertprozentig sicher, und ich betone, keiner nimmt das Wort hundertprozentig sicher so ernst wie ich, gar nicht so gewesen sein kann. Und dass das jeder 13-Jährige, der diesen Gedankengang mitgeht, sofort sagen muss, das stimmt, das ist so. Wo sind die Weisen deiner Welt, die das sich hinstellen und dann einfach lernen, weil sie nicht auf Fehler achten? In dem Moment, wo du aufgehört hast, dein eigenes Wissen in Frage zu stellen, nach den Fehlern in deinem Wissen zu suchen, die Fehler in deinem Wissen kannst du ganz leicht finden. Alles, was du als böse, als falsch oder verkehrt beurteilst, ist ein Fehler in deinem Wissen. Ich behaupte, das ist ein Becher und keine Tasse, weil eine Tasse hätte ja einen Henkel. Das Verkehrte, was du jetzt da eindeutig siehst, weil du siehst ja, dass da kein Henkel da ist, ist ein Fehler, weil dir die Seite fehlt. Das Verkehrte, die Kehrseite, das ist das Prinzip. Das heißt, alles, was du bekämpfst, sind eigentlich Fehler, die du für deine Heiligkeit brauchst. Du musst bloß auf die Sprache achten. Und es geht, du musst der Erste sein. Ein Gedanke von dir wird immer so sein, wie du in dir denkst. Das ist das Allerwichtigste überhaupt, wenn ich immer wieder darauf hinweise, hoffe nicht auf deine Gedanken, dass die dich irgendwie retten können. Als Geist. Du bist ewig, ob dir das passt oder ob dir das nicht passt. Die Frage ist, willst du ewig immer wieder wie ein Hamster in einem Laufrad diese Rolle wiederholen? Wir haben so die Gespräche, wenn dann immer eine hier jetzt ausgedachterweise auftauchen und sagen, ich bin ja Gott, ich bin ja alles, ich habe ja Holofeeling verstanden. Aber dann immer ihre eigene Bild, ihre Vorstellung von Personifizierung reinstellen. Es ist alles richtig irgendwie. Die Hinweise des Spiels, das man hier verfolgen kann. Was war mit Helene, wo ich gesagt, die Schwierigkeit ist nicht, dass der Toni jetzt weg ist. Zumindest nicht, wenn du an ihn denkst. Was für das größere Problem ist, weil du immer noch an die Helene denkst, wenn das Helene-Programm in dir läuft. Ja. Die Freiheit beginnt, wenn du an die Helene so wenig denkst wie in der Schimmelpilzkolonie. Du kannst die zwar dann denken, aber das wird gleich wieder wegfallen, weil es dich noch mehr interessiert. Ja. Namen sind jetzt austauschbar. Solange man sich selbst zu wichtig nimmt und dann immer sich noch einredet, ich bin ja nichts, ich bin ja nicht der, den ich jetzt denke. In dem Moment denke ich doch immer noch an ihn. Also es dreht sich dann doch noch immer um diese Persona. Wenn du dich gelöst hast von dem Traum, dass du das Buch ins Bücherregal zurückgeschoben hast und liest ein neues Buch, ist kein Hauch mehr da von dem Menschen, der du jetzt zu sein glaubst. Du bist aber immer noch derselbe Geist. So wie ich jetzt sage, wann denkst du dich als Säugling aus? Sag mal, wann denkst du zurück auf die Seite 1 oder 2 in deinem Lebensbuch? Ja. Überhaupt nicht, das ist abgehakt. Genau. Was passiert jetzt, wenn du deinen jetzigen Charakter komplett abgehakt hast, dein Abi? Dann ist diese Welt, die du dir mit dem Charakter, mit diesem Abi ausdenkst, das Buch, dieses logische Konstruktprogramm ist vollkommen durchschaut. Ja. Aber so wenig wie du dich als Leser, als Erleber dieser Traumwelt, die du zurzeit erlebst, mit der du dich praktisch mit einer Person in einem ständigen Wechsel verwechselst. Das ist ja immer gerade die Entropie, ist nicht umkehrbar, heißt es in der Physik. Entropos. Innen in einem W-Ende, in einem doppelt aufgespannten Ende, müssen wir jetzt auch wieder darauf eingehen, die Entropie wäre so wichtig. Die Zeitumkehr, Zeit kann man nicht umkehren. Das sind Dogmen, es sind absolute Dogmen und Paradigmen. Ja. Dogmatische Aussagen, wie will ich eine Zeit umkehren, wenn Zeit in chronologischer Form eigentlich in Wirklichkeit gar nicht existiert. Das ist eine trügerische Vorstellung. Ja. Es ist doch das Einfachste, was ich beweisen kann, dass egal was du denkst es jetzt. Jetzt. Und dieser Gedanke, den du jetzt denkst du dir räumlich oder zeitlich wohin?
hier. Ob ich mir jetzt etwas in die Vergangenheit denke oder an den Himmel hoch entstanden, so und so viele Lichtjahre entfernt denke, es wird hier und jetzt gedacht. Es ist eine Form, eine Information, die ich jetzt anschaue. Der, der schaut, ist was anderes wie das, was er anschaut. Aber wir haben wieder These und Antithese. Und selbst der, der schaut, sieht nichts, weil der was Ausgedachtes ist. Sondern wenn einer was sieht, sieht der was, der sich den, der schaut, ausdenkt. Weil der ist Geist und der ist auch wieder kein Geist, weil der auch schon wieder was Ausgedachtes ist. Du wirst merken, du musst wirklich akzeptieren, dass du ein absolutes Nichts bist, dann bist du ich. Aber in dem Moment warst du alles. Darum erzähle ich das nicht irgendeinen anderen, sondern jetzt einer unbewussten Facette von mir selber. Und der drohe ich nicht, sondern ich sage, ob du willst oder nicht, du wirst irgendwann einmal ich sein. Ich weiß sogar, wann das der Fall sein wird, jetzt. Jetzt, wenn wir in all die Selbstgespräche zurückgehen, mir fällt jetzt mein Helmut Dietz ein, H-Helmut, H-L, der Gott, der zu sterben anfängt, Mut, aufgespannte, gestalt gewordene, aufgespannte Erscheinung, da ist ja was Ausgedachtes jetzt. Wie lange dauert es bei mir noch, bis ich das verstehe? Ich sage das, was nicht einmal Gott war, der dir die Freiheit gegeben hat. Ja. Du darfst es selbst entscheiden. Aber eins ist hundertprozentig sicher, du wirst es nie erleben, dass du das verstehst, wenn du meinst, es passiert in der Zukunft. Ja. Weil in der Zukunft nichts passieren wird. Wenn es passiert, dass du es zu verstehen anfängst, dann verstehst du es jetzt. Das ist die Tür, die ich aufmache. Und du bist der, der sagt, ja, jetzt habe ich es verstanden. Oberflächlich ändert sich dann an dein Leben momentan noch gar nichts. Du spielst immer noch die Rolle, bloß du weißt jetzt, dass du nicht diese Figur, dieser Charakter auf der Bühne bist, sondern eigentlich ein Schauspieler, der die Rolle einfach nur noch zu Ende spielt und dich überraschen lässt, wie diese Geschichte weitergeht. So ungefähr wie in dem Film The Game. Ja. Eine große Überraschung. Dass man jetzt diese restliche Zeit in dem Buch mehr oder weniger in dem Fokus so richtet, dass man hier anfängt, das Arschloch, das mein Leben lang war, Arschloch, wo die Exkremente, das Ausgedachte herauskommt, der Scheiß, den ich mir ausgedacht habe. Ein Loch ist ja die Tafel, die Lebensfrische. In den Worten, es ist, mit Holophilien kriegst du einen Riesenkomplex, dass ein Gedanke, immer die Sünde im Beispiel, wie ich sage, kannst du lesen? Ja. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn ich einen frage, der das nicht weiß und der Nein sagt? Also, dann hast du noch sehr, sehr viel zu lernen. Aber keine Angst, du hast unendlich viel Zeit. Du könntest aber da ein bisschen geistreicher haushalten, weil dir klar sein musste, dass du so unendlich Zeit mit Bibifax verschenkst, das dann geistreich gesehen gar kein Bibifax ist. Es ist nicht unbedingt das, was du magst, ist schlecht. Denk mal wieder an unser Sommerhaus der Straße. Extrem lehrreich. Oder gestern war ein Zeichentrickfilm, mir fällt jetzt der Name gar nicht ein. Wir haben gestern nochmal wieder gestern, also ich rede jetzt normal raumzeitlich, müsste ich jetzt fast nachschauen, Zeichentrickfilm gewesen. Was nochmal wie er Kassen hat. Könnt ihr ja recherchieren. 31. glaube ich, war gestern, ne? Nachschauen. Der war so tief. Der war so unendlich tief. Ich erzähle ganz kurz die Geschichte. Ein kleiner Junge, mexikanisch. Das Interessante war schon, wie die Uroma reingeschoben wurde im Rollstuhl. Die Marin sagt sofort, ich sehe dir aus wie deine Mutter. Sehr, sehr spaßige Geschichte. Ist also wirklich so, wie meine Mutti im Rollstuhl gesessen ist, wenn wir oben waren. Und das sind die Toten, es sind zwei Welten, es sind die Toten, es sind so Skelette gewesen und die Lebenden. Und die Toten dürfen einmal im Jahr treffen, die mit den Lebenden zusammen, vermischen sich die zwei Welten. Ich mache das in einer Kurzform. Aber nur wenn die Lebenden ständig an die Toten denken. Wirklich tot bist du dann, wenn in keiner mehr ist, der an dich denkt. Das heißt eigentlich, die Einsteins und die Platons und die Sokrates als Märchenfiguren, die sind nicht tot, an die wird noch gedacht. Was ich komplett auch in der Totenwelt, dann lösen sich die Skelette auf, wenn in der Welt keiner mehr ist, darum haben die immer von dem Verstorbenen die Bilder drin. Das hat natürlich jetzt auch wieder die zwei Seiten, muss ich loslassen oder nicht loslassen. Das ist der Widerspruch, du kommst aus dem Dilemma der Einseitigkeit gar nicht heraus, bis du das Prinzip der Synthese verstanden hast. Genau. Aber was jetzt hier das Entscheidende ist, dass also, da ist halt diese. Könnt ihr euch anschauen in Film, sonst müsste ich zu weit aussehen, aber das ist eine tiefe Metapher dahinter, wo ich dann so schmunzel, wo ich sage, wer versteht jetzt in der Welt Metapher? Ja. Kann das einer verstehen? Können das die verstehen, die ich mir jetzt ausdenke, die dieses Drehbuch geschrieben haben?
Kann ein Gedanke von mir was verstehen? Ich muss es verstehen. Du musst der Erste sein, der es versteht. Und mit du meine ich jetzt nicht diesen Brösel, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Gespräch anhört. Und dann wirst du ruhig werden und still werden. Es ist immer, die Frage ist nicht, was du tust, sondern warum tust du es. Das ist jetzt zum Beispiel das Thema, wenn wir in unseren Chat gehen, als normales Standardbeispiel. Dann immer wieder die Streitgespräche. Zurzeit diesen Schreibdurchfall der Ruth. Wir alte Holofeelinghausen hatten das schon in einem ständigen Wechsel. Ob wir da jetzt einen Markus hatten, ob wir einen Ron hatten, ob wir einen Bezi hatten, die hier zugemüllt haben ohne Ende mit Weisheiten und dann jeden, der kommt, erklären, dass ich ja immer bin, ich bin ja du. Endlich mal die Fresse halten, dann sind wieder welche, die sich aufregen drüber und dann sind dann hier beim Ron, waren ja bei 800 Einträgen, 750 Einträge vom Ron. Jetzt haben wir unsere Ruhe. Das wirst du nie, es wird sich nie verändern. Es wird immer wieder einer meinen, er hätte irgendwas verstanden. Es ist Ego. Wenn du es verstanden hast, wirst du still. Es wird still in dir. Das heißt nichts, dass ich deswegen nicht reinmachen darf. Die Frage ist, ist es ein Ego-Trip, der eigentlich nichts sagen, immer wieder dieselben Phrasen wiederholt? Ich bin doch du, wenn du dich aufregst, ich spiegel dich doch bloß. Ich bin doch du, ich bin doch alles. Das, wenn ich tausendmal wiederhole, dann habe ich es nicht verstanden. Oder ich mache was Geistreiches rein. Was Inspirierendes, was ich jetzt als Udo zum Beispiel mache. Hoffe ich. Oder ein Folger oder ein Rainer. Auch eine Liliane immer wieder. Inspirierendes, überhaupt nicht egobezogen ist. Ja. Es über die Grenze einer Personifizierung eines Egos hinausgeht. Ja. Ob du ein Rainer Eintrag ist oder ein Folger Eintrag ist oder Honeymum mal. Macht schöne Sachen, wenn sie was raushaut, ganz selten. Oder die Liliane mit ihren Sachen, es ist so eine unendliche Tiefe und eine Weisheit dahinter, das überhaupt nichts mehr zu tun hat mit der Person im Hintergrund. Ja. Auch wenn sie manchmal dann eine Vision oder einen Traum von sich wiedergibt. Das ist aber sehr dosiert in einem Kontext abhängig und nicht immer wieder bloß dieses leere Wiederholen. Das ist das Ego, bäumt sich, es ist so trügerisch, das Ego, dass man was verstanden hätte. Es ist natürlich auch alles richtig, was behauptet wird, aber was bringt es dir selbst, was bringt es den angeblichen anderen? Dir wohlgemerkt mit T, T-I-R geschrieben. Es bringt dir nichts und den anderen von dir aus gedachten Brockennasenaffen bringt es auch nichts. Nichts. Dann lieber mal zurückziehen und einfach schauen, was passiert da. Aber jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn das auf deinem Charakter ist, dass du das förmlich musst, weil dich der Zweite in dir zwingt, das zu machen. Wie Beetz immer das so schön genannt hat, den Schreibdurchfall. Wir erinnern uns, wo wir immer gesagt haben, Helene hier noch mit dem Doni, dass ihr viel Spaß hattet bei den Einträgen, weil die geistreich waren. War zwar auch ein riesen Schreibdurchfall, aber immer extrem geistreich. Dieses leere Gelabere von nichts ist nicht geistreich. Es ist die Selbstdemonstration der noch eigenen Geistlosigkeit oder Unreife. Und keiner leidet unter diesen Ansätzen mehr wie der, der das macht. Ja. Und dann auch immer wieder welche, die sich versuchen zurückzuhalten, aber dann doch was sagen müssen. Jetzt denke ich, jetzt fällt mir meine Heidi Marie ein, die ja hier ganz krass einmal gelitten hat, immer wieder, wenn mit Ron und so weiter, weil sie nicht innehalten. Und schau, wie ruhig die jetzt geworden ist. Das ist ein Prozess, irgendwann einmal zügelt man sein eigenes Ego. Ich nenne das immer einen Holo-Feeling-Scanner einschalten. Alter, bevor du was sagst, bevor du reagierst, jetzt in deiner Form als Person, zuerst einmal sich, bevor man was ausspricht oder raushaut, unbewusst, zwanghaft, sich Gedanken machen, wofür das eigentlich hin, bringt es was. Und dann kannst du dann immer wieder sagen, bringt es was, irgendein Gedanken von mir, wenn ich noch andere mir ausdenke, einen Gedanken von mir was erklären zu wollen? Es hat einen Grund, wieso ich sage, ich führe jetzt ein Selbstgespräch. Ich erkläre es dem, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Aber das bin doch ich. Ja. Es geht nicht mehr um irgendwelche andere. Andere sind vergängliche Erscheinungen. Die absolute Ewigkeit erklärt es einer Facette seiner Ewigkeit. Aber Ewigkeit ist Ewigkeit. Gibt es eine große und eine kleine Ewigkeit? Habe ich nicht gesagt, wie weit denkt man es, die Ewigkeit? Ist die so groß oder so groß oder so groß? Das ist in dem Punkt. Dass du irgendwann einmal begreifst, dass egal, ob du dir eine Strecke, eine Ecke, eine Fläche oder eine Sphäre denkst, einen Raum denkst, jeder Punkt von dem, was du dir denkst. Ja. Der Punkt
absolut gesehen ist ein dimensionsloses Nichts. Und da ja jetzt eine Linie oder Strecke aus vielen Punkten besteht, ist es eine Aneinanderreihung, denk an unseren Spiegeltunnel, von dimensionslosen Nichtsen, die sich im Nichts befinden. Wenn ich mir das jetzt als Fläche denke, jeder Punkt auf der Fläche ist auch ein Aneinanderreihen. Ich denke mir dann immer Bündchen, das ist ja schon ausgedehnt, Flächen in Flächen. Oder dann, wenn ich einen Raum mache, mache ich das mit Würfeln voll. Ja. Den Würfel. Dann mache ich kleine Räume in einen großen Raum. Ja. Und wie oft habe ich das gesagt, wenn ich Fläche in Flächen mache, ist es doch definitiv so, dass ich den Punkt unendlich klein mache und die Punkte drumherum, die Fläche, wird dann automatisch groß. Wenn ich mir einen Raum denke, sage ich immer wieder, jetzt machen wir einen Würfel oder Kugel, die ich klein mache, die eingebettet ist in einen großen Würfel oder in eine große Kugel. Habe ich mir das jetzt kugelförmig oder würfelförmig, denke ich, spielt dabei keine Rolle. Das ist diese Spiegelung, wo wir haben zwischen Nichts und Alles. Ja. Es sind die zwei Nichts von Ich bin du. Und das alles, was wir jetzt reden, sind Worte, die Vorstellungen erzeugen, die du dir schon wieder um dich herum ausdenkst, die du dir vorstellst. Ein ausgedachter Mittelpunkt ist nicht der absolute Mittelpunkt. Und jeden Punkt, egal wo du dir die räumlich oder zeitlich, egal in welche Richtung um dich herum denkst, denk wieder an den Radius. Darum sage ich die Worte, wo ich am Anfang angerissen habe, wir müssten wirklich bei jedem Wort, wenn du das, du musst dir die Zeit nehmen, wenn dich das jetzt interessiert, wenn das von Interesse ist, da ganz intensiv drauf einzugehen. Du hast so unendlich viel Zeit. Und wenn es noch nicht von Interesse ist, ist es ein Akt der Reife. Und ich betone nochmal, Unreife ist nicht Dummheit oder was. Es ist wie mit in deiner menschlichen Entwicklung. Darum hast du doch diese Metapher. Dass du dich als 4-5-Jähriger für andere Sachen interessierst, wie für dich von 8-9-Jährigen von in der Esse sind. Und ein 20-Jähriger sind wieder andere Sachen von Interesse. Wenn man dann nochmal 70, 75 wird, hat man noch ganz andere Sachen, die von Interesse sind. Und dann sind alle Sachen, die früher von Interesse waren, wenn du jetzt das Gesicht der Helene angeschaut hast, ist nur ein Lächeln. Es ist nur ein Lächeln, es ist Kindergrau. Und jetzt machst du das auf Gottes Kinder bezogen, ist es nicht anders. Ja. Es ist einfach so. Und es gibt so einen unendlichen Frieden. In dem Zentrum ist immer Frieden. Das ist der, der schaut, ohne zu werden. Bist du schon der, der ganz einfach ein Leben erlebt, aber so abgehoben ist, dass er nicht mehr werdet, wenn er beobachtet, wie die Figuren, die Protagonisten, beziehungsweise der Protagonist und die Antagonisten in seinem Traum werden. Du musst jetzt der werden, der den Protagonist, das heißt dich selbst, und die anderen Antagonisten um dich herum. Dieses ständige Spiel von Rechthaberei. Dass du das komplett durchschaust, ohne dass du in irgendeiner Form parteiisch bist oder werdest. Weil das sind nicht deine Parteien. Du bist auf einer anderen Ebene, wenn du schaust. Du bist das Gefäß, in dem sich das abspielt. Als Ruderkopf. Dann hast du diese Stille erreicht, wo sich mit irgendwelchen Technikern jetzt wieder ausgedachte Menschen hinmeditieren wollen. Was eine eindeutige Sache ist, ich will da wirklich woanders hin. Da, wo du schon immer bist, ich führe dich dahin, wo du schon immer bist, du hast das bloß vergessen. Und da ist auch nichts verkehrt gelaufen, weil das ist eben das Schöne, es ist wie wenn man einen Film anschaut, man geht absichtlich in eine gewisse Vergessenheit, dass man wirklich auch was erleben kann. Dann kommst du in diesen Zustand, dass Vergessenheit und Nichtvergessenheit gleichzeitig da ist. Ja. Das ist es, wie ich einfach nur beschreiben kann, dass du jetzt einen Film anschaust und dann kannst du wirklich sagen, ich freue mich schon, hier kommt ein gruseliger Film, ein spannender Film, ein lustiger Film. Es sind keine Qualitäten mehr. Es ist nicht, das ist besser und das ist schlechter. Es sind einfach nur unterschiedliche Lebenszustände, wo ich sage, es macht alles Spaß. Der Krimi genauso wie ein guter Gruselfilm. Aber alles mit einem gewissen Lächeln. Dann selbst unser Schlefferz. Gestern ist übrigens wieder Schlefferz gewesen. Die schlechtesten Filme aller Zeiten. Aber an einem gewissen Punkt, unser Laffer-Phänomen kippt es in eine andere Systemqualität. Ja. Aber einer gewissen Art von Schlechtigkeit, wenn der ist dann wieder schon so schlecht, dass er unterhaltsam wird und Spaß macht.
Genau. So, und jetzt denk dir das bei deinen Mitmenschen. Ja. Das Menschen, mit denen du vorher gestritten hast, die dich aufgeregt haben, kippt dann irgendwann einmal um, dass du erkennst, die sind so schlecht, dass sie schon wieder unterhaltsam sind. Ja. Dann hast du immer dieses Lachen des Buddhas in dir. Ein leichtes, sanftes Dauerlächeln, egal was ist. Weil du vollkommen als Geist apathisch wirst. Ja. Das ist doch das Ziel. Heiligkeit ist Apathie. Es ist die absolute Apathie, das Nicht-Leiden. Mhm. Da musst du dafür deine Sympathie und deine Empathie opfern. Dass du in diese göttliche Apathie kommst. Mhm. So viel zum Thema, ich sympathisiere mit dem oder mit jenem. Wir müssen ja empathisch sein. Immer wieder mitleiden. Wie nützt es was, wenn du mit irgendjemandem mitleidest? Nein. Und dann merkst du bei ganz normalen Menschen, dass da wirklich kein Geist ist. Das ist immer, wenn ich immer wieder wiederhole, wenn du Zahnschmerzen hast, dein Zahn hat doch keine Schmerzen. Ja. Du hast die Schmerzen. Du bekämpfst natürlich dann den Schmerz. Mhm. Einseitiges Ziel. Ja. Und dann halt die Schwierigkeit, wenn was laut ist, ist immer so eine große Schwierigkeit. Denk doch einfach nochmal dran, dann ist er weg. Und du wirst jetzt feststellen, das geht nicht. Versuche mal 5 Minuten nicht an Eisbären zu denken. Das sind ganz, ganz tiefe Weisheiten im Hintergrund. Die Fähigkeit, nicht loslassen zu können, wenn man dann Schreibdurchfall hat. Warum mache ich das eigentlich? Um anderen mitzuteilen, wie doll ich bin, das, was ich verstanden habe? Ich sage ganz einfach, der kleine Trick, ich teile anderen überhaupt nichts mit. Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, habe ich es verstanden? Das behaupten ja die mit dem Schreibdurchfall auch. Aber weil sie es nachplappern, weil sie dem Udo nachplappern. Mhm. Das ist ein großer Unterschied. Ist es wirklich deine Meinung oder äffst du bloß wieder eine Meinung oder Aussagen nach? Ja. Das ist es, wo ich immer betone bei Holofeeling, das, was ich euch jetzt mit der Vatersprache zeigt, ob die Vatersprache. Mhm. Ich effe nicht nach. Du wirst kein Buch in deiner Welt finden, wo das drinsteht, außer in den Ohrenbohrungen. Mhm. Und ich sage jetzt, egal, wenn du mir bringst, was die behaupten, ich zeige dir andere Bücher, wo das nachgeäfft ist. Mhm. Was ist der erste? Es ist auch hier mit der holoartigen Medik, habe ich so oft, Holger, erinnere dich, wo ich sage, da ist überhaupt nichts Neues. Diese Einzelfacetten, wo ich hier zeige, heck dich einfach in die israelische Universität ein, da wirst du feststellen, es gibt kabbalistische Studien, jetzt denken wir uns natürlich schon wieder was aus, auch in die Vergangenheit, die seit vielen, vielen Jahren, wir bleiben mal in dem Bereich, wo du dir jetzt in deine Vergangenheit Computer hindenkst, dass da rund um die Uhr Großrechner laufen, die Dora an solche Strukturen untersuchen. Mhm. Durch Raster mit dem Rechner. Das ist aber, das macht dich doch nicht besser. Um was geht es eigentlich im Hintergrund? Was die Metaphorik, die ich dir zeige, im Hintergrund, wie sich das verknüpft, und warum das so ist, wie es ist, das erklären die Diener. Das ist immer raumzeitlich, immer noch mit Vergangenheit, immer wieder dasselbe. Jetzt die Videos hier im Koran, Jesus im Koran. Ja. Es ist so unendlich lächerlich, wenn du das lesen musst. Da ist immer ein Quäntchen Wahrheit dabei. Ja. Wenn du genau zuhörst, wenn wir das den ganzen Vortrag laufen lassen und ich kommentiere dir den wieder geistreich, was die Symbolik ist. Und du merkst, diese Figuren, die wir uns aufgrund der Pixelmännchen ausdenken, das Einzige, was die nicht gecheckt haben, bei Bezweifel kann er das in der Vergangenheit irgendwas war oder nicht war. Ja. Das heißt, es sind Figuren in deinem Traum, die sich was denken. Wir denken uns jetzt, dass die sich das denken und felsenfest davon überzeugt sind, dass sie mit dem, was sie denken, was sie sich in die Vergangenheit denken, überhaupt nichts zu tun haben. Als ob in einer Vergangenheit, die du dir jetzt denkst, irgendwas anders gewesen sein können, wie du dir jetzt das in diese Vergangenheit hineindenkst. Weil diese Vergangenheit, die du jetzt denkst, in die du dir was hineindenkst, die existiert ja gar nicht, wenn du sie nicht denkst. Mhm. Dasselbe gilt für die Zukunft. Mhm. Die Schöne ist, du hast das Einzige, was du zu tun hast, du Geist wohlgemerkt, rot. Du hast einfach zu schauen, was du zurzeit in die Zukunft denkst. Wie du reagierst, wenn du eine Zeitung liest. Immer wieder sage ich dasselbe, bei welchen Aussagen du innerlich Beifall klatscht und bei welchen du so einen Hals kriegst. Mhm. Mach dir doch deine momentane Einseitigkeit bewusst, deine Wünsche bewusst, wo du meinst, das brauche ich unbedingt, um glücklich zu sein. Das ist der Zweite in dir. Ja. Und in dem Moment, wo du in der Lage bist, dir dessen bewusst zu werden, als Bewusstsein, das du schon bist, werde immer mehr bewusst,
dass du das, was du bist, gar nicht erreichen kannst, weil du es doch schon bist. Und dann wird es immer lächerlicher, was du zu sehen bekommst. Die ganzen Handwichsereien lässt du weiterlaufen, die sind sehr unterhaltsam. Du kannst dich unterhalten, ohne dich unten zu halten. Weil gesund und ist oben, ist wieder so eine Sache. Du bleibst mittig. 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 Genauso ist es. Okay, jetzt lassen wir es gut sein. Danke für dieses göttliche Geschenk. Es ist Leben. Leben dürfen ist ein Geschenk. Aber wer das Leben erlebt, ist nicht irgendein Gedanke von dir. Das Leben wird von etwas erlebt. Jetzt müssen wir das Et rot machen. Das ist die Quelle, die immer ist. 70-400 rot. Das als Ding an sich niemals existieren kann. Bloß in Facetten von sich selbst. Ja. Jetzt haben wir ja die Facette, haben wir Face. Das beginnt schon mit FAC. FAC ist Faktum, Fagere, Face. Gesicht im Innern, Panim Penim. Und unsere 2TT, Pi. Trägst du schon die Weisheit Gottes in dir, das Pi, oder bist du noch ein wissender Intellekt? Und Wissen ist immer nur ein Bissen. WSB, Bolo. Und jetzt können wir wieder anfangen, hier mit Holofilling in die Tiefe der Worte zu gehen und was merken, das stimmt alles. Jetzt lassen wir es gut sein. Danke, danke, danke. Wir spielen noch ein Runde Leben. Bis gleich. Bis gleich.